Als Karl der Große noch lebte, war die Mitte Europas ein einiges machtvolles Reich. Die Menschen fühlten sich sicher. Aber nach dem Tode Karls zerfiel das Frankenreich in Teilgebiete. Italien und der Kirchenstaat glaubten zunächst, die Wikinger könnten sie nicht bedrohen. Niederburgund fühlte sich ebenso wie Hochburgund durch seine geografische Lage geschützt. Im Westfränkischen Reich stritten sich die Adligen und die Enkel Karls des Großen um die Macht. An eine gemeinsame Verteidigung war gar nicht zu denken. Und das Ostfränkische Reich war im Jahre 880 dünn besiedelt und hatte noch keine Widerstandskraft. Europa im 9. Jahrhundert. Ein Kontinent den Wikingern schutzlos ausgeliefert. Als Kaufleute und Eroberer griffen sie nach Osten aus. Altrussland entstand. Gleichzeitig fuhren sie über die Nordsee und den Atlantik bis in das Mittelmeer. Die Stadt Luna in Norditalien fiel ihnen zum Opfer, weil sie glaubten, es sei Rom. Raubend und mordend drangen die Wikinger auf den großen Flüssen in die Mitte Europas vor. Das Kernland des alten Fränkischen Reiches wurde zur Wüste. Dauerhaft zu herrschen gelang ihnen aber nur in der Normandie, dem Land der Nordmänner. Gefahr drohte nicht nur aus dem Norden und Westen. Im Osten, an der mittleren Donau, siedelten die Ungarn, ein Nomadenvolk mit Kriegern, nicht weniger gefürchtet als die Wikinger. Die ungarischen Reiterscharen zogen über Regensburg bis nach Paris und Rom und raubten, was die verarmten Länder nur hergaben. Kein Volk konnte sie aufhalten. Die Menschen im Ostfränkischen Reich flohen aus Angst vor den Angriffen in die Wälder. In höchster Not schlossen sich einige germanische Stämme zusammen und wählten, nicht ohne Streit, einen Sachsen zu ihrem Feldherrn und König Heinrich den Ersten. Mit dem Königtum am Anfang des 10. Jahrhunderts beginnt die deutsche Geschichte. Zum ersten Mal erhoben die Sachsen und Franken, die Bayern, Schwaben und Thüringer einen Anführer aus ihrer Mitte. Sie gingen ein Zweckbündnis ein und ahnten nicht, dass es über 1000 Jahre Bestand haben würde. Die Aufgabe des Herrschers war es, Krieg zu führen und die Stämme vor Wikingern und Ungarn zu schützen. Heinrich besaß eine Waffe, mit der er sich unschlagbar fühlte. Die heilige Lanze. Ihr wohnte eine Macht inne, der kein Feind widerstehen konnte. Denn in die Lanzenspitze ist ein Nagel eingeschmiedet. Einer der Nägel, so glaubte man, mit denen Jesus von Nazareth ans Kreuz geschlagen worden war. Die Macht des Erlösers habe sich auf den Nagel übertragen und von dort aus wirke sie weiter auf die Waffe und ihren Besitzer, den König. Diese heilige Lanze ist den späteren deutschen Königen über Jahrhunderte vorausgetragen worden. Ein Zeichen ihres göttlichen Heils. Die Ungarn plünderten weiter. Dann aber gelang König Heinrich ein entscheidender Schlag. Im Harzvorland war ein ungarischer Führer gefangen genommen worden. Die Ungarn mussten, um ihn auszulösen, einen Waffenstillstand abschließen. Heinrich gewann 9 Jahre Zeit, die er gut nutzte. Im Harzort Pöhlde sind Mauern aus dem 10. Jahrhundert ausgegraben worden, Reste einer Wohnanlage Heinrichs des Ersten. Sie hatte keine Verteidigungseinrichtungen. Der König brauchte das Haus nicht zu befestigen, denn Burgen sicherten das umliegende Land. Die meisten Burgen ließ Heinrich an der Ostgrenze des Reiches errichten. Endlich war eine organisierte Verteidigung möglich. Von diesen Bastionen aus erfochten die germanischen Krieger Sieg um Sieg und machten ihren König für einige Jahre zum mächtigsten Mann Europas. Aber Heinrich hatte nur als Heerführer Autorität. Innerhalb des Reiches war sein Einfluss begrenzt, denn die Stammesherzöge wollten keine starke Königsherrschaft. Ein einziger Mönch besorgte den Schriftverkehr
für die gesamte Reichsverwaltung. Mitten im Sachsenland erhob sich das Kloster Corvey. Bischöfe und Äbte wurden bald die wichtigsten Verbündeten der Könige gegen die Stammesherzöge. Die Mönche lasen in alten Büchern, wie sich vor Jahrhunderten das Christentum über das Römische Reich verbreitet hatte. Karl der Große, so stand geschrieben, war der Begründer eines christlichen Kaiserreiches. Die ersten Mönche Corveys richteten seinen Nachkommen sogar einen Ehrenplatz im Westwerk ihrer Kirche ein. Denn den Geistlichen war es unter kaiserlichem Schutz immer gut ergangen. Aber das alte karolingische Kaisertum gab es nicht mehr. Wer sollte nun die reich gewordenen Kirchen vor Übergriffen sichern und das Christentum verbreiten? Heinrichs Sohn Otto erinnerte sich an das alte Bündnis zwischen Thron und Altar. Er vertraute mehr als sein Vater auf die Stärke der Kirche. Nach Heinrichs Tod rief Otto im Jahre 936 alle Großen des Reiches nach Aachen in die alte Palastkapelle Karls des Großen. Nach germanischer Sitte gelobten zunächst die Herzöge und Grafen dem neuen König die Treue. Dann aber trat Otto vor die Erzbischöfe des Reiches, um von ihnen die Salbung zum König zu empfangen. Otto der Sachse bestieg im priesterlichen Ornat den Thron Karls des Großen, eines Franken. Und jedem Anwesenden war klar, was der neue König damit sagen wollte. Das Reich Karls des Großen ist untergegangen, aber ich will die Gedanken des Kaisers wieder zum Leben erwecken. Die Kirche soll wieder machtvoll sein. Sie soll den König stützen und das Reich festigen. Die Stammesherzöge ahnten Gefahr. Schon wiesen die Bischöfe Urkunden vor mit dem Siegel des Königs. Sie hatten Rechte erworben für sich und die Kirche. Dieser König Otto bedrohte die Freiheit der Fürsten. Auf keinen Stamm konnte Otto sich fest verlassen, nicht einmal auf die Sachsen. Die Franken wurden seine Feinde, die Bayern warteten ab. Nur in Schwaben war man freundlich gesonnen. Um die Gebiete westlich des Rheines, Oberlothringen und Niederlothringen, führte der König erbitterte Kriege. Das Reich, kaum entstanden, drohte zu zerfallen. Aber Otto hatte Kriegsglück. Er dehnte seine Macht weiter nach Osten und Süden aus, wo Länder, die Karl der Große schon erobert hatte, wieder verloren gegangen waren. In diesen Marken lebten überwiegend Slawen, die sich ihrer vollständigen Unterwerfung erbittert widersetzten. Böhmen anerkannte die Oberhoheit Ottos, behielt aber für Jahrhunderte eine Sonderrolle im Reich. Als es Otto gelungen war, das alte Langobardenreich Italien zu gewinnen, erstreckte sich sein Einfluss von der Ostsee über den Kirchenstaat bis zum Golf von Neapel. Am Ostrand des Harzes liegt das kleine Städtchen Gernrode. Im 10. Jahrhundert gab es hier nur Wald. Dieses Gebiet gehörte einem Statthalter des Königs, dem Markgrafen Gero. Gero sicherte die Länder im Nordosten gegen aufständische Slawen. Eines Tages lud er 30 slawische Fürsten zum Gelage ein, dann brachte er sie um. So schlau und grausam dieser Mann auch war, er fühlte sich als Christ und stiftete ein Kloster. Hinter den dicken Mauern beteten Nonnen um das Seelenheil ihres Gönners. Die erhaltene Klosterkirche ist kein großes Kunstwerk. Darauf kam es auch nicht an. Sie musste wehrhaft sein, denn hier im Osten des Reiches drohte wieder der Feind. Die Ungarn griffen an. König Otto rief alle Fürsten zu den Waffen und das Erstaunliche geschah, sämtliche Großen des Reiches, unter ihnen viele Männer der Kirche, eilten herbei, dem König zu helfen, gegen die Heiden. 10.000 Panzerreiter warfen sich den Ungarn entgegen. Schon nach den ersten Kämpfen schien die Schlacht beinahe verloren. Die Reihen lösten sich auf. Da ergriff Otto die heilige Lanze,
wendete sein Pferd und stürmte erneut gegen den Feind. Wie ein Donnerkeil brachen die gepanzerten Pferde in die Reihen der Ungarn. Der Sieg war vollständig. Otto befahl, alle fliehenden Ungarn zu verfolgen und zu töten. Diese Schlacht fand auf dem Lechfeld bei Augsburg statt im Jahre 955. Sie entschied über die Zukunft des Reiches. Die germanischen Stammeskrieger fühlten sich, vielleicht zum ersten Mal, als ein Volk. Die Ungarn zogen sich für immer zurück. Ottos Ruhm als Heerführer verbreitete sich wie ein Lauffeuer überall in Europa. Das deutsche Königtum stand auf dem Gipfelpunkt seiner politischen Macht. Otto sah noch immer in Karl sein großes Vorbild. Wie der Franke wollte er sich in Rom zum Kaiser krönen lassen. Er reiste mit großem Gefolge über die Alpen nach Italien und traf im Januar 962 in der ewigen Stadt ein. Rom bot damals einen traurigen Anblick. Überall Ruinen aus der großen, alten Zeit. Zwischen verfallenen Häusern weideten Kühe. Auch das Papsttum hatte an Strahlkraft verloren. Ein Grabmal aus alter römischer Zeit hatten sich die Päpste zur Burg ausgebaut, eine Befestigung gegen das eigene Volk. Hier verbarrikadierten sich die Kirchenführer mit ihren Mätressen und Kindern vor wütenden Römern, wenn wieder einmal die Steuern erhöht worden waren. Otto der Große lachte über den Papst. Dann befahl er dem Oberhaupt aller Christen, ihn, den König, zum Kaiser zu krönen. Und der Papst gehorchte. Eine Krone hatte Otto gleich mitgebracht. Kein Schmuckstück, sondern ein Programm. Die Krone formulierte die Idee des abendländischen Kaisertums. Ihre Sprache sind Steine und Perlen in verschiedenen Größen und Farben nach einem tief durchdachten Plan angeordnet. Erst in neuerer Zeit entschlüsselten Forscher wieder den verborgenen Sinn der Smaragde, Saphire und Amethyste. Sie bedeuten Zahlen und symbolisieren die Stadt des Paradieses, das himmlische Jerusalem. Auf einer Bildplatte sitzt Gott zwischen zwei Engeln. Wer dieses Bild betrachtet, ist von Gott auserwählt. Er ist das Sprachrohr göttlicher Wahrheit. Nach Lage der Dinge konnte damit nur der Kaiser selbst gemeint sein. Für Otto war König David aus dem Alten Testament das Vorbild eines gottgefälligen Herrschers. David hatte das Großreich Israel geschaffen. Otto ließ sich auch selbst darstellen, rechts, als ein König, dem der Prophet Jesaja erscheint. Diese Bilder sollten daran erinnern, welches Ziel Herrschaft hatte, den Glauben zu verbreiten, gerecht und weise zu regieren, wie einst König Salomon. Der Kaiser, so sagt diese Krone, ist höchster weltlicher Herrscher und zugleich oberster Priester. Über das Papsttum sagt sie nichts. Als Kaiser und Schutzherr über alle Christen seines Reiches stattete Otto den Papst großzügig mit Privilegien aus. Sie wurden in einer Urkunde festgehalten. Mehr Macht hatte der König durch den Kaisertitel nicht gewonnen, aber sein Ansehen war noch weiter gestiegen. Welcher Graf oder Herzog hätte sich gegen einen Kaiser auflehnen können? Deshalb griffen fast alle späteren deutschen Könige zur Kaiserwürde. Paulina, eine Adlige, hatte zwei Ehen und ein sinnenfrohes Leben hinter sich, aber sie war noch jung. Paulina begehrte auf gegen die Verweltlichung der Kirche. Sie wurde Nonne. Ihr Traum war, ein eigenes Kloster zu bauen. Mit 6 Freundinnen und einigen Getreuen floh sie in die Wälder Thüringens, dorthin, wo es still und einsam ist. Unter Mühen und Qualen fällen die Männer Baumstämme für eine erste kleine Kapelle. Doch dieser Bau stürzt ein.
Wieder wird Holz geschlagen und wieder bricht alles zusammen. Der dritte Versuch erst gelingt. Nach und nach kommen Einsiedler hinzu. Ein kleines Dorf entsteht. Das umliegende Land wird urbar gemacht. Schnell spricht sich der Erfolg herum. Buchmaler halten die Leistungen in Bildern fest. Mönche mit bleichen Gesichtern und abgerissenen Kutten spalten einen Stamm. Keine leichte Arbeit für einen Betbruder. Aber Männer wie diese braucht Paulina für den weiteren Aufbau ihres Klosters. Männer, die Goldgeschmeide und feine Kleidung für überflüssig halten. Paulina sucht Mönche für eine vom weltlichen Einfluss befreite Glaubensgemeinschaft. Sie macht sich deshalb auf eine Reise in den Schwarzwald. Dort liegt das Kloster Hirsau auf einer kleinen Anhöhe, abgeschieden vom lauten weltlichen Treiben. Die Hirsauer Mönche leben nach uralten Klosterregeln. Überall in Deutschland ist Hirsau bekannt als strenges Reformkloster. Innerhalb der Mauern herrscht vollkommenes Schweigen, niemand darf sprechen. In einem einzigen Raum ist etwas Unterhaltung erlaubt, aber nur im Stehen. Meistens verständigen sich die Menschen mit Handzeichen. Gebadet wird zweimal im Jahr, vor Weihnachten und vor Ostern. Lerne beten, arbeiten und schweigen, dann kommst du in das Himmelreich, sagt Abt Wilhelm von Hirsau. Von Krieg führen, Steuern zahlen, dem König gehorchen, sagt er nichts. Wilhelm ist in seinem Glauben so ernsthaft und radikal, dass viele Menschen auch aus den höchsten Kreisen ihr Leben vollständig ändern. Paulina war unterwegs gestorben, aber ihr Sohn hatte 7 Mönche aus Hirsau nach Thüringen mitgebracht, unter ihnen einen vorzüglichen Architekten. Steinmetze kamen ins Land, ein großes Kloster entstand. Vor dem Hauptaltar betteten die Mönche die sterblichen Überreste Paulinas zur Ruhe. Nach ihr nannten sie das Kloster Paulinzella. Löwenmasken, zweigeschwänzte Drachen, Untiere und Schlangen bevölkern die Kapitelle der Säulen neben dem Eingang zur Kirche. Fabelwesen sollten Unheil und Gefahren abwehren. Dämonen und Geister drangen nicht in die Kirche, solange Vögel mit großen Köpfen ihren Abwehrzauber entfalteten. Die Welt, so empfanden es die Mönche, war böse. Sie lebten in einer Zeit tiefer Verunsicherung. Als Autorität galt ihnen nur der Papst in Rom, ein Mann, der vom gleichen Reformgeist durchdrungen war wie sie selbst. Im Reich unterstützte der Papst das Reformbemühen, wo es nur ging. Paulinzella war nur eines von vielen Klöstern, die den Geist Hirsaus angenommen hatten. Alle diese neuen Klöster unterstellten sich mit ihren großen Ländereien direkt dem Papst in Rom. Jede neue Gründung stärkte die Macht des Papsttums. Nirgends wurde diese Entwicklung aufmerksamer und kritischer verfolgt als in Goslar. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts war Goslar ein überragender Ort kaiserlicher Herrschaft. Man hatte im Harz Silber gefunden, die Wirtschaft blühte und das Geld floss zum großen Teil in den Bau eines Palastes. Mit viel Fantasie ist diese Pfalz im 19. Jahrhundert restauriert worden. Blitzschlag, Brand und Krieg hatten im Laufe der Zeit ihre Spuren hinterlassen. Original erhalten haben sich nur die unteren Mauerteile am alten Eingang. Hier empfingen die Könige ihre geistlichen und weltlichen Fürsten. Die Pfalz Goslar begann sich zu einem Mittelpunkt von Politik und Kultur zu entwickeln, auch wenn die Herzöge und Bischöfe im Saal des Obergeschosses frieren mussten. Fensterglas gab es nicht. Aber dann kamen 11 schwere Jahre, die das Königtum erschüttern sollten. Ein 6-Jähriger saß in Goslar auf dem Thron, Heinrich der Vierte. Dieser Knabe wurde zum Spielball der Großen des Reiches. Er wurde herumgestoßen, erpresst, betrogen, entführt und sogar festgesetzt. Königsland ging verloren. Die Silberbergwerke waren in Gefahr.
nahezu alle Regionen des Reiches erhoben sich wie in alten Zeiten gegen die Zentralmacht. Heinrich brauchte Unterstützung. Als junger Mann machte er seine wenigen Freunde zu Bischöfen. Sie sollten ihre Macht einsetzen zur Sicherung der Königswürde. Gleichzeitig verfasste Papst Gregor VII. In Rom ein Dokument von revolutionärer Sprengkraft. Er schrieb: Der Papst allein kann Bischöfe absetzen und wieder einsetzen. Einzig des Papstes Füße müssen alle Fürsten küssen. Einzig sein Name werde in allen Kirchen genannt. Er kann die Kaiser absetzen. Die römische Kirche hat nie geirrt und wird nach dem Zeugnis der Schrift auch niemals irren. Gregor wollte die Kirche aus dem Griff des Kaisertums befreien. Wer Gott gehorchen will, muss der Kirche gehorchen. Wer der Kirche gehorchen will, muss dem Papst gehorchen. Gregor beschloss, dass kein Geistlicher durch einen weltlichen Machthaber in sein Amt eingesetzt werden dürfe. Das war eine Kampfansage gegen Heinrich IV. Und gegen die Grundlage des gesamten Reiches. Die Mächtigen schauten nach Goslar. Wie würde der Mann auf dem Königsthron reagieren? Heinrich schrieb dem Widersacher in Rom einen Brief. Die ersten Zeilen lauteten: Heinrich, durch Gottes weise Anordnung König, an den falschen Mönch. Das ist der verdiente Gruß für dich, der du jeden Stand in der Kirche statt mit Ehre, mit Schmach, statt mit Segen, mit Fluch überhäuft hast. Du hast die Erzbischöfe, Bischöfe und Priester gleich Knechten mit Füßen getreten und dir dadurch den Beifall des Pöbels erworben. Du urteilst von ihnen, sie alle verstünden nichts, während du allein alles wissest. Wir ertrugen dies alles, weil wir des apostolischen Stuhles Ehre zu wahren suchten. Du aber hieltest unsere Demut für Furcht, erhobst dich darum auch gegen die uns von Gott verliehene königliche Gewalt und wagtest zu drohen. Du wolltest uns ihrer berauben, als hätten wir das Reich von dir. Steig herab und verlasse den angemaßten Stuhl des heiligen Petrus. Steige herab, steige herab. Diesen Brief ließ Heinrich im ganzen Reich verbreiten. Gregor stieg nicht herab. Im Gegenteil, der Papst verstieß Heinrich aus der Kirche. Der König war vogelfrei, das Königtum in Frage gestellt. Verzweifelt reiste Heinrich nach Süden Richtung Italien. Heinrichs Route führte über den Mont Cenis im Westen der Alpen. Den direkten Weg nach Süden über den Brennerpass konnte er nicht nehmen, denn die Bayern und Schwaben hätten ihren König, den Gebannten, ohne Zögern ergriffen und eingesperrt. Heinrich musste handeln, schnell und entschlossen. Heinrich wusste, dass Papst Gregor auch auf Reisen war und Station machte auf der Burg Canossa in Mittelitalien. Die päpstliche Politik gegen den König war bisher erfolgreich. Es fehlte nur noch ein kleiner Stoß, um den König endgültig zu entmachten. Und dann geschah das Unglaubliche. Am 25. Januar 1077 trat Heinrich barfuß und im Hemd des Büßers vor das Burgtor und bat demütig um Einlass. 3 Tage lang ließ der Papst den Sünder warten, dann nahm er Heinrichs Buße an. Der Gebannte durfte in die Kirche zurückkehren. Er wurde wieder rechtmäßiger König. Der Dom von Speyer sollte das Zeichen neu gewonnener Herrschergewalt werden. Er wurde zum Symbol einer vergangenen Größe. Denn die Macht des Königtums war gebrochen. Mochte der Papst Heinrichs Buße annehmen, die Fürsten taten es nicht. Heinrichs Feinde hatten sich formiert. Von nun an rangen Königtum und Fürstentum um die endgültige Macht im Reich. Kaum hatte Heinrich dieses größte Gotteshaus des Reiches fertig gebaut, da versank Deutschland in Bürgerkrieg und Chaos.
Mit Heinrich IV. Starb die große deutsche Kaiserzeit. Sie hatte nur 100 Jahre gedauert. Aber ihre Idee blieb in den Köpfen der Menschen noch lange lebendig. Die Deutschen sehnten sich nach einem starken, einigen Reich im Herzen Europas. Ihre Hoffnung blieb ein Traum. Zehntausende zogen unter ungeheuren Strapazen über den Balkan. Sie glaubten, eine heilige Mission zu erfüllen. Der Papst hatte ihnen gesagt, dass Jerusalem den Mohammedanern zum Opfer gefallen sei. Die Seldschuken würden dort hemmungslos rauben und die Christen ermorden. Jerusalem müsse vom Joch der Ungläubigen befreit werden. Deutsche, vor allem aber Franzosen und Italiener, quälten sich monatelang über Berghöhen und durch tiefe Schluchten bis in die Hochebenen Kleinasiens. Mit Freude nahmen sie unendliche Mühen auf sich, denn der Papst vergab ihnen alle Sünden, auch die zukünftigen. Mancher Gesetzlose hatte sich dem Kreuzzug angeschlossen und hoffte auf schnelle Beute. Die meisten aber waren fromme Pilger oder abenteuerlustige Ritter. Ein riesiges Heer von gepanzerten Reitern schlug sich in der sengenden Hochsommerhitze des Jahres 1098 durch die Wüste Anatoliens. Hier gibt es kaum Vegetation. Die Pferde verdursten, die Ritter marschieren zu Fuß weiter. Sie kauen Zweige von Dornenbüschen in der Hoffnung, ein wenig Feuchtigkeit zu finden. Die Ritter kommen aus vielen Ländern Europas und können sich kaum miteinander verständigen. In ihrer Heimat würden sie sich gegenseitig bekämpfen. Aber hier auf dem Zug in das Heilige Land müssen sie zusammenhalten. Der Papst gab den Rittern des Abendlandes eine neue Aufgabe. Von nun an sind sie die Streiter Gottes. Im Juli 1099 erreicht der erste Kreuzzug endlich Jerusalem. Die Seldschuken sind auf den Angriff vorbereitet. Von der Stadtmauer geschützt können sie monatelang aushalten. Die Kreuzritter vor der Stadt aber dürsten und hungern. Ihre Vorräte gehen zu Ende. Sie müssen schnell handeln. Am 14. Juli rollen die Angreifer ihre Belagerungstürme an die Mauer, werfen Sturmleitern über die Zinnen und stürmen in die Stadt. Beschrieb das Massaker unter den fliehenden Seldschuken. Die Unsrigen folgten den Verteidigern und trieben sie vor sich her, sie tötend und niedersäbelnd, bis zum Tempel Salomons, wo es ein solches Blutbad gab, dass die Unsrigen bis zu den Knöcheln im Blut warteten. Die Lebenden schleppten die Toten aus der Stadt und machten daraus häuserhohe Haufen. Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unsrigen hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren. Die Kreuzfahrer waren am Ziel. Vor ihnen lag das Grab Christi. Sie warfen sich hin und beteten. Himmlischer Lohn war ihnen sicher. Aber dann standen sie auf und plünderten die Schatzkammern des Orients. Dem ersten Kreuzzug folgten 6 weitere. Aber Jerusalem dauerhaft zu beherrschen, gelang den abendländischen Rittern nicht. Nur wenige Kreuzfahrer überlebten. Herzog Heinrich der Löwe war als Pilger ins Heilige Land gefahren. Im Jahre 1172 kehrte er, beladen mit kostbaren Reliquien, zurück nach Deutschland in seine Herzogtümer Bayern und Sachsen.
Heinrich lebte mit seiner Frau, einer englischen Prinzessin, in Braunschweig. Dieser Ort war Mitte des 12. Jahrhunderts nicht mehr als ein größeres Hüttendorf. Aber nach Heinrichs Rückkehr blühte Braunschweig auf. Ein stattlicher Palastkomplex entstand. Von Heinrichsburg, Dankwarderode, ist kaum ein Stein im Original erhalten. Nach alten Zeichnungen haben Wissenschaftler den Palast, den Hauptbau der Burg, rekonstruiert und wieder aufgebaut. Mit Erstaunen stellten sie fest, dass der Saal im Obergeschoss außergewöhnliche Dimensionen hatte. Er war noch größer als die Räume, in denen Könige auf ihren Pfalzen zu tagen pflegten. Die ganze Burg, eine Demonstration der Macht seines Bauherrn Heinrich. Europa und vor allem Kaiser Friedrich I., Barbarossa, sollten auf die modernste Residenz in Deutschland schauen. Weit und breit gab es keinen mächtigeren Fürsten als Heinrich den Löwen. Vor der Burg ließ er ein Standbild errichten. Eine so monumentale Figur hatte man in Deutschland noch nie gesehen. Hier in Braunschweig in einem Stück aus Bronze gegossen. Eine technische Meisterleistung. Alle Welt sah in der drohenden Gebärde des Tieres ein Sinnbild für die Kraft Heinrichs des Löwen. Der Braunschweiger Herzog kannte nur ein Gesetz, das war sein Wille. Östlich der Elbe lebten die Slawen. Sie wurden von Missionaren zum christlichen Glauben bekehrt. Aber dann begann Heinrich einen Kreuzzug gegen die Slawen. Er unterwarf ihre Fürsten, nahm ihre Länder in seinen Besitz und presste die Bauern aus bis zur Erschöpfung. Auf all den Feldzügen, schrieb ein Chronist, war keine Rede vom Christentum, sondern nur vom Geld. Die Ausbreitung deutscher Siedler in das slawische Land östlich der Elbe hatte im 10. Jahrhundert unter Otto dem Großen begonnen. Magdeburg war damals wichtigster Stützpunkt. Um 1200 wurden von Lübeck aus Kreuzzüge gegen die Heiden im Osten organisiert. Die Siedlungsbewegung erhielt Auftrieb. Später waren es die Slawen selbst, die deutsche Bauern und Handwerker herbeiriefen. Sie sollten das Land urbar machen, auch östlich von Oder und Weichsel. Erste Städte wurden gegründet. Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Elbing und Breslau. Lübeck. Ein mächtiger runder Turm sichert den alten Eingang zur Stadt. Im unteren Teil stammen die Steine noch aus der Zeit Heinrichs des Löwen. Weiter oben ist das Mauerwerk später erneuert worden. Dieser Turm war zu seiner Zeit ein hochmoderner Wehrbau. Er war rund und ragte weit aus der Stadtmauer hervor. Von ihm aus konnte man in alle Richtungen schießen und das Stadttor wirkungsvoll verteidigen. Für die Deutschen war so eine Anlage etwas ganz Neues. Solche Wunderwerke sahen sie im Morgenland. Dort hatte Heinrich der Löwe die besten Festungen der Welt aufmerksam studiert und sein Wissen mit nach Lübeck gebracht. Denn Lübeck war seine große Stadt an der Ostsee. Sie sollte stark und mächtig werden und den Reichtum des Herzogs vermehren. Großzügig spendete Heinrich Geld für den neuen Dom. Der Herzog selbst mauerte den ersten Ziegel ein. Lübecks Stadtsiegel. Das Original links ist beschädigt. Auf der Nachbildung sind deutlich zwei Männer in einem Schiff zu erkennen. Der eine hält seine rechte Hand hoch über den Kopf. Er ist Kaufmann und leistet dem Schiffer gegenüber einen Eid. Zum ersten Mal besteigen Fernhändler aus Westfalen und Sachsen Schiffe, um über die Ostsee hinweg Handel zu treiben. Sie reisen unter dem Schutz Heinrichs des Löwen. Der Herzog aus Braunschweig öffnet den Deutschen die Märkte jenseits des Meeres. Im 12. Jahrhundert transportierten Fernkaufleute aus Lübeck
Salz, Stoffe und Metalle über Gotland nach Nowgorod. Die Russen handelten mit Wachs, Fellen und anderen Landesprodukten über Kiew hinweg und das Schwarze Meer bis weit nach Süden, nach Konstantinopel. Hier luden Italiener, die durch die Kreuzzüge wohlhabend geworden waren, allerlei Luxusgüter in ihre Schiffe. Mit Gewürzen aus Indien oder Seide aus China fuhren sie zurück in ihre Heimathäfen Venedig und Genua. Die Kaufleute waren damals moderne Menschen. Sie mussten ihre Handelsrouten rationell planen und in allem kühlen Verstand gebrauchen. Ihre Städte wurden immer größer. Die Christen hoben ihren Blick und gewahrten ein Gewölbe, das sich wie eine dünn gespannte Haut über schlanken Säulen öffnete. Von oben gesehen erkennt man, wie eine gotische Gewölbelandschaft aufgebaut ist. Sie besteht aus leichtem Gestein. Die Gewölbefelder sind so kunstvoll miteinander verbunden, dass sie das ganze Kirchenschiff überspannen ohne irgendeine Stütze. Eine kühne Architektur. Immer wieder waren die Decken eingestürzt. Und doch gingen die Architekten das Risiko ein, noch höher und breiter zu bauen. Ihr Verlangen, schwierigste Probleme zu lösen, kannte keine Grenzen. Mit Handschuhen und Stab war der gotische Architekt über die Baustelle geschritten und hatte den Handwerkern seine knappen Anweisungen erteilt. Er war ein Mann von Welt und stand mitten im geistigen Leben seiner Zeit. Das hohe Gewölbe ist der Himmel, unter dem die kleine Menschenwelt winzig und unbedeutend wirkt. Die Gläubigen fühlten sich hier in einer himmlischen Sphäre. Aber sie spürten auch, welche meisterhafte Konstruktion sie umgab. Der ganze Raum war ein Triumph systematischen Denkens. Die gotischen Kirchen sind steingewordene Philosophie. Architekten und Steinmetze zogen von Land zu Land, um Kathedralen im neuen gotischen Stil zu errichten. Sie verfügten nur über einfache Planungs- und Arbeitsmittel. Es gab noch keine rechnerische Statik, keine Materialerprobung. Alle Bauprobleme mussten zeichnerisch gelöst werden. Die riesenhaften gotischen Kirchen entstanden mit Zirkel, Wasserwaage und Meißel. Auch nach Deutschland kam die Gotik. Restauratoren in Freiburg haben eine Skulptur erneuert und fahren sie zum Münster. Dort soll sie wieder ihren alten Platz einnehmen, außen an der Kirche, hoch über der Stadt. Um schwere Lasten zu bewältigen, verwendete man in gotischer Zeit große Treträder. Dieses Rad in Lübeck ist noch in mittelalterlicher Bauart erhalten. Die Kraft eines Mannes reichte aus, massive Steinblöcke anzuheben. Das Tretrad war eine alte Erfindung, die die Menschen im 12. Jahrhundert weiterentwickelten. Neue Häuser und Kirchen mussten gebaut werden, denn es gab immer mehr Menschen. Bald konnte man ohne Technik nicht mehr leben. Drehbewegungen wurden auch in andere Richtungen umgelenkt. Das Rad ließ sich einsetzen zum Stampfen, Pressen und Hämmern. Die Menschen waren nun öfter umgeben von Zahnrädern, Nocken und Wellen. Sie begannen, ihre Umwelt nach eigenem Willen zu formen und sie waren stolz darauf. Wissenschaft wurde zur Macht.
Wer in Deutschland ein hohes Kirchenamt einnehmen wollte, musste zum Studium nach Paris reisen. Paris war das Zentrum europäischer Bildung. Berühmte Philosophen hielten Vorlesungen über Logik. Sie lehrten, dass es in der Bibel Sätze gab, die so nicht stimmen konnten. Man führte erregte Debatten. Heftig wurde gestritten. Wie können Menschen nach ihrem Tode wieder auferstehen, wenn sie Opfer von Kannibalen geworden sind? Sie haben ja keinen Körper mehr. Solche Fragen stellten die frommen Priester nicht. Diese Philosophen, man nannte sie Scholastiker, verbreiteten gefährliche Gedanken. Sie hantierten mit Argumenten wie andere mit dem Schwert. Der Verstand wurde ihnen zur Waffe. Und sie schrieben alles auf. Das ist Äbtissin Herat. Sie hielt nicht viel vom Diskutieren. Als Leiterin des Klosters Hohenburg im Elsass war ihre Aufgabe, Nonnen zu einem gottgefälligen Leben zu führen. Wer zu viel denkt, wird eitel, meinte Herat. Ihre Nonnen sollten nicht zweifeln, sondern dem Evangelium vertrauen. Aber dennoch drang in dieses abgeschiedene Kloster der moderne Geist. Wie die Gelehrten sammelte Herat ihr gesamtes Wissen, brachte es in eine vernünftige Ordnung und schrieb alles für ihre Nonnen auf. Bilder erläuterten die Texte. Die Klosterfrauen sollten eine richtige Anschauung von der Welt bekommen. Und sie waren beeindruckt. Herats Buch enthält hunderte von Zeichnungen. Eine Geschichte aus der Bibel. Jonas wird vom Wal verschlungen. Der Zeichner aus dem Elsass wusste natürlich nicht, wie ein Wal aussieht. Ein Riesenkarpfen tat es auch. Feine Stoffe in leuchtenden Farben, reich gemustert. In dem Buch der Äbtissin ist die materielle Kultur des 12. Jahrhunderts in vielen Details festgehalten. Wie Heinrich der Löwe oder Friedrich Barbarossa ihre Burgen beleuchteten. Hier kann man es sehen. Ein kleines Öllämpchen hängt von der Decke herab und spendet Licht. Auf der Wartburg saß der einflussreiche Landgraf von Thüringen. Er war wie viele seiner Zeitgenossen fasziniert von der westeuropäischen Gesellschaft und ihrer reichen Kultur. Der Landgraf baute die Wartburg nach französischem Vorbild zu einem Ort glänzenden höfischen Lebens aus. Wer ein schwaches Trommelfell hat, dem rate ich einen Bogen, um den Hof des Landgrafen von Thüringen zu machen. Denn kommt er dahin, dann wird er wahrhaft taub. Das schrieb der Dichter Walter von der Vogelweide. Es war als Kompliment für den Grafen gemeint. Laute Musik war schon das halbe Fest. Akrobatisch und aufreizend tanzt eine Schöne vor der Tafel der gräflichen Gesellschaft. Ein Hauch morgenländischer Sinnlichkeit strahlt von ihr aus. Elegantere Tänzerinnen hatte der französische König auch nicht. Der Graf lud edle Gäste zu großen Gelagen ein. Er gab ein Vermögen aus. Geld sparen? Ganz unmöglich. Alle Welt sollte sehen, dieser Herrscher ist reich und großzügig. Mancher Ritter schloss sich dem Gastgeber an. Der Graf wurde noch mächtiger. Das höfische Fest war Politik. Nach dem Essen las ein Dichter aus seinem Roman vor. Selbst lesen konnten die Gäste nicht, sie waren Analphabeten. Gottfried von Straßburg schrieb einen Roman in Versen, Tristan. Ein uralter Sagenstoff, den Gottfried in Frankreich kennengelernt hatte. Die Adligen in Deutschland fanden großen Gefallen an diesem Werk. Es war so französisch. Ritter liebten schöne Damen. Ein Jüngling von Leidenschaft entbrannt ist am Ziel seiner heimlichen Wünsche. Die Angebetete gibt sich ihm hin. Viele Geschichten erzählen von den Abenteuern heldenhafter, schöner und treuer Ritter, die nach Ehre streben und Glückseligkeit erlangen.
sogar biblische Figuren kleidet man in höfische Gewänder. Ein Mönch illustrierte die alte Geschichte vom König David. Sein Held tritt auf als vollkommener Ritter. Einsam auf einem Steine sitzt der arme Hirte David. Der liebliche Klang seiner Harfe lockt Hunde und Schafe herbei. Bald rühmten auch die Menschen überall sein anmutiges Spiel. In seinem Palast hat der jähzornige König Saul einen fürchterlichen Wutausbruch. Wie kann man ihn beruhigen? Der berühmte David kommt an den Hof und lässt das Saitenspiel erklingen. Der König wird heiter. David darf bleiben, wenn er sich bewährt. Das ist der große Goliath. Der kleine David soll den Ungläubigen vernichten. Tapfer schleudert er Steine und bringt den Riesen tatsächlich zu Fall. Goliath liegt in seinem Blute. David schlägt ihm den Kopf ab und reicht König Saul den Beweis seines Sieges. Zur Belohnung für den Mut des treuen Hirten gibt König Saul ein höfisches Fest mit vielen Gästen. David bekommt die Tochter des Königs zur Frau. Zärtlich streichelt er Michal die Wange. Doch schon bald ist es vorbei mit Spiel und Tanz. David ist beim ungerechten König in Ungnade gefallen. Er muss seine liebe Gemahlin verlassen und sich in der Ferne bewähren. David erwirbt das Vertrauen des Achis. Achis und David haben ein einziges Ziel: König Saul muss sterben. Saul hat einen Traum, eine Gestalt aus dem Jenseits erscheint. Sie sagt ihm voraus: Morgen in dieser Stunde wirst du bei mir sein. Und wirklich erstreiten die Ritter des Achis einen Sieg gegen den König. Saul liegt tödlich getroffen am Boden. David wird König, aber er muss sich noch einmal bewähren. Es wirft ihn vom Throne der eigene Sohn, Absalom. Absalom fragt sein Gefolge: Wie können wir David ermorden? Sie antworten zögernd: Ein schlechter Rat kostet das Leben. Man beschließt, David zu jagen, doch das Schicksal bestraft den untreuen Sohn. Absaloms Haare verfangen sich beim Ritt gegen den Vater im Geäst einer Eiche. Hilflos baumelnd stirbt er einen schmählichen Tod. König David erfährt auf dem Dach des Palastes vom Tod seines Sohnes. Trauer erfüllt sein edles Gemüt. Absalom, mein Sohn Absalom, wollt Gott, ich wäre für dich gestorben. Mein Sohn Absalom. Empfindsam und edel wie König David war der wirkliche Herrscher in Deutschland nur selten. Er hieß Friedrich I. Barbarossa, war König und Kaiser. In Hessen ließ er sich eine Burg erbauen, die Pfalz Gelnhausen. Diese Anlage war kein gewöhnlicher Verteidigungsbau. In die großen Fenster hätten Angreifer ohne Mühe hineinschießen können. Die Burg sollte vor allem schön sein. Überall waren die Mauern durchbrochen von eleganten Bögen mit feinen Verzierungen. Heinrich der Löwe mochte in Braunschweig einen größeren Festsaal besitzen als Friedrich in Gelnhausen. Eine vornehmere Ausstattung aber als hier gab es nirgends. Im Winter beheizten Hofdiener einen großen Kamin. An den Seiten des Kamins haben sich aufwendig verzierte Rückenlehnen erhalten. Wenn Friedrich Barbarossa sich in Gelnhausen aufhielt, saß er vielleicht an dieser Stelle, um die Wärme zu genießen und sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Er empfing Abordnungen aus allen Teilen des Reiches. Am schwierigsten waren die Verhandlungen mit den Vertretern der reichen Städte Oberitaliens. Sie wollten sich unabhängig machen vom Kaiser und zahlten keine Steuern mehr. Es gelang Friedrich nicht, die Abtrünnigen zu beugen. Die Gesandten reisten ab und es gab Krieg. Für seinen Kampf gegen die Städte in Italien brauchte Friedrich Barbarossa die Unterstützung der Fürsten in Deutschland und vor allem Heinrichs des Löwen.
denn in Wirklichkeit war das Kaisertum schwach. Friedrich herrschte als Kaiser über das Römische Reich, das von drei unabhängigen Königreichen gebildet wurde. Italien mit dem Kirchenstaat. Arelat, so hieß in dieser Zeit Burgund und das Deutsche Reich. Hier war Friedrich selbst König. Böhmen im Osten gehörte nur lose zu seinem Herrschaftsbereich. Alle diese Länder waren keine geschlossenen Länder. Sie zerfielen weiter in Herzogtümer, Grafschaften und Markgrafschaften. Heinrich der Löwe war als Herzog von Sachsen und Bayern der mächtigste unter den Fürsten. Die Mitte Europas war ein Flickenteppich. Die bedeutendste Macht in Europa war im Gesamten gesehen die Kirche. Ihre großen Erzbistümer deckten sich nicht mit den Grenzen der Länder. Manche Erzbistümer erstreckten sich über mehrere Königreiche. In Deutschland gab es 6 Kirchenprovinzen, die von Rom aus gelenkt wurden. Am größten war das Erzbistum Mainz. Es reichte von Oberitalien bis zur Elbe im Norden und weit über Böhmen hinaus bis nach Polen. Die Gebiete des Erzbischofs von Köln waren etwas kleiner, ebenso wie die des Erzbistums Trier. In der Politik aber spielten sie keine geringere Rolle. Von Bremen aus wurde Nordeuropa christianisiert. Das Erzbistum Magdeburg war ein ebenso mächtiger Pfeiler im Osten wie das Erzbistum Salzburg. Alle Erzbischöfe hatten auch weltliche Rechte. Sie waren Konkurrenten der Herzöge und Grafen. Diese kleine Büste zeigt Friedrich den I. Barbarossa. Er stammte aus dem Geschlecht der Staufer und war Herzog von Schwaben. Die Fürsten hatten ihn zum König gewählt, weil sie glaubten, dass er ihre Macht nicht einschränken würde. Außerdem war Friedrich politisch geschickt und klug. Er sollte den ewigen Unfrieden zwischen den Machthabern in Deutschland endlich zu einem Abschluss bringen. Denn nur in der Literatur gab es die frommen, gerechten und edlen Ritter. Die Wirklichkeit der unzähligen Fehden und Kriege war schmutzig, blutig und grausam. Friedrich umgab sich mit klugen Beratern, die in Frankreich studiert hatten. Diese Männer wussten alles und sie waren geschult im logischen Denken. Der König herrschte mit Juristen, Diplomaten und Historikern. Häufig blätterte Friedrich in diesem Buch. Lesen konnte er nicht und so schaute er sich die Bilder an. Sein Urahn, Kaiser Otto der Große, sitzt auf dem Thron und empfängt die Huldigung eines italienischen Fürsten. Die Texte musste ihm ein Geistlicher vorlesen. Das Buch erzählt die Geschichte der Menschheit von der Erschaffung der Welt bis zu dem großen Streit zwischen dem Papst und dem Kaiser im 11. Jahrhundert. Papst Gregor der VII. Hatte den deutschen König Heinrich abgesetzt und das Land gespalten in Papsttreue und Kaisertreue. Jahrelang tobte der Bürgerkrieg. Deutschland war ein einziges, großes Schlachtfeld. Die Welt schien dem Untergang nahe. Und der Chronist klagte, so viel Unheil, so viele Spaltungen, so viele Gefahren für Leib und Seele bringt der Sturmwind dieser Zeit mit sich, dass er allein ausreichen würde, den ganzen Jammer des menschlichen Lebens zu enthüllen. Friedrich wollte die Autorität des Königtums wiederherstellen und den alten Frieden erneuern. Er beschäftigte Notare, die eine Fülle von Urkunden ausstellten. Sein Siegel machte diese Dokumente rechtskräftig. Sein Bild erinnerte an die königliche Gewalt. Friedrichs Vorbild waren die römischen Kaiser. Das Beste, was sie geschaffen hatten, war ihr Recht. Wie die alten Römer ließ Friedrich seine Entscheidungen schriftlich festhalten. Früher sollte eine Urkunde an eine mündliche Vereinbarung erinnern. Sie hatte keine Rechtskraft. Das änderte sich mit Friedrich. Nun wurden Abmachungen immer häufiger dadurch gültig, dass sie lateinisch aufgezeichnet und besiegelt waren. Ein Stück Rechtssicherheit war gewonnen. Im Pfälzischen Wald
erheben sich beim Städtchen Annweiler drei felsenbekrönte Berge. Auf einem von ihnen liegt die mächtige Reichsburg Trifels. Sie gehörte zu den sichersten Wehranlagen in Deutschland. Hinter ihren dicken Mauern wurden Grafen, Erzbischöfe und sogar ein englischer König gefangen gehalten. Von hier gab es kein Entkommen. An diesem Ort bewahrten die deutschen Könige über 150 Jahre lang ihren wertvollsten Schatz. Ohne den Besitz dieses Schatzes hätte niemand sie als Herrscher anerkannt. Es waren die Symbole des Königtums und die Insignien des Reiches. Wer die Welt beherrscht, der darf diesen Reichsapfel in Händen halten, zum Zeichen seiner Allmächtigkeit. Das war die ursprüngliche Bedeutung des Globus mit dem Kreuz. Aber die deutschen Könige herrschten nicht mehr allmächtig. Sie hatten zu viele Rechte an die Fürsten abgeben müssen. Politisch wurden die Könige immer schwächer. Durch die Insignien umgaben sie sich mit einer heiligen Aura. Friedrich nannte sich Kaiser des Heiligen Reiches. Er bewahrte die alte Idee von einem gottgewollten Kaisertum, wie sie in der Reichskrone zu sehen war. Wehe dem, der es wagen sollte, sich gegen diese Idee zu erheben. Heinrich der Löwe befolgte die Weisungen Friedrichs schon lange nicht mehr. Mochte sich der König in Italien alleine herumschlagen. Der Herzog machte seine eigene Politik. Friedrich war in Italien gescheitert. Nun unternahm der König alles, um seinen Widersacher in Braunschweig zu bezwingen. Es gelang ihm ein letzter großer Erfolg. Heinrich wurde abgesetzt und entmachtet. Als der Löwe alles verloren hatte, stiftete er den Marienaltar im Braunschweiger Dom, ein kostbares Evangeliar. Heinrich ließ das Buch reich ausschmücken und mit wunderschönen Malereien verzieren. Seine Frau Mathilde empfängt von Gott die Krone des ewigen Lebens. Daneben ihr Vater, der König von England, und ihre Großmutter, eine Kaiserin. Heinrich kniet mit einem Kreuz unter der Hand Gottes. Hinter ihm stehen sein Vater, ein Herzog, dann seine Mutter, eine Kaisertochter und die Großeltern. Prächtige Gewänder haben Heinrich und Mathilde angelegt, würdig ihrer edlen Abkunft aus kaiserlichem und königlichem Hause. Eine so vornehme Verwandtschaft konnte nicht einmal Friedrich Barbarossa aufweisen. Mit diesem Bild zeigte der entmachtete Herzog seinen ungebrochenen Willen. Bis zuletzt war er nicht bereit, seinen herrscherlichen Geltungsanspruch aufzugeben. Dreißig Jahre nach dem Tode Heinrichs und seiner Frau Mathilde schuf ein unbekannter Meister diese großartigen Skulpturen für ihr gemeinsames Grab im Braunschweiger Dom. Die feinen Gewänder fließen in Bergen und Tälern weich und elegant über die ruhenden Körper. Im Spiel von Licht und Schatten verleihen sie dem fürstlichen Paar Schönheit und Würde. Man möchte glauben, unter den zarten Stoffen lebten die edlen Gestalten.
Im wogenden Faltenwurf scheinen die bestimmenden Kräfte des 12. Jahrhunderts noch einmal auf. Das fromme Empfinden der Kreuzritter, der weite Blick der über die Meere reisenden Fernkaufleute, die Kühnheit französischer Architekten, der Glanz höfischen Lebens und die Sehnsucht nach einer schönen, harmonischen Welt. Es ist, als ob der Künstler mit seiner tief empfundenen Schöpfung Heinrich und Mathilde ein ewiges Andenken schaffen wollte. Für ihn war Heinrich der Löwe ein idealer Herrscher und das Sinnbild einer neuen, modernen Zeit. Nicht mehr den Kaisern sollte die Zukunft gehören, sondern den willensstarken Landesherren, den Fürsten. Am stärksten war Palermo geprägt durch die orientalische Kultur. Alles, was das Morgenland an Wissen und Weisheit zu bieten hatte, sog der Knabe begierig auf. Als Friedrich 12 Jahre alt war, kehrte er in seinen Palast zurück. Hatte sich in Sizilien durchgesetzt und das alte Recht des Königs wiederhergestellt. Friedrich nahm die königliche Gewalt wieder in seinen Besitz und begann zu herrschen. Mit 17 Jahren empfing er eine Gesandtschaft aus Deutschland. Deutsche Fürsten baten ihn, seinen märchenhaften Palast zu verlassen und in den Norden zu ziehen. Friedrich sollte das Erbe seines Vaters antreten und deutscher König werden. Alle Berater am Hof waren gegen die gefährliche Reise. Und doch, im März des Jahres 1212 brach der junge Sizilianer auf, die deutsche Königskrone zu erwerben. In Rom schien die Reise zu Ende. Das Geld reichte nicht weiter. Friedrich musste den Papst um Hilfe bitten. Und tatsächlich, Innozenz III. Gab ihm alles, was er brauchte. Sogar römische Soldaten. Welch ein Glück für den Jungen. Einer der mächtigsten Männer Europas stand auf seiner Seite. Das wertvollste Geschenk des Papstes war eine Urkunde. Darin bestätigte er Friedrichs Anspruch auf den deutschen Königsthron und sogar auf die Kaiserwürde. Innozenz trieb ein politisches Spiel, denn es gab bereits einen Kaiser hier in der heiligen Stadt, von ihm selbst gekrönt, Otto IV. Aus Braunschweig. Aber Otto hatte sich gegen die Römer gestellt. Er wollte Innozenz entmachten. Der Papst brauchte dringend Verbündete. Friedrich sollte sich im Norden durchsetzen und Otto vertreiben. Nach wenigen Tagen verließ der Junge Rom. Selbstbewusst und voller Hoffnung. Nach unerhörten Abenteuern erreichte der Sizilianer die Alpen. Hier schien die Reise schon wieder zu Ende. Ottos Anhänger hatten die großen Passstraßen nach Norden besetzt. Sie wollten den Störenfried ihrem Kaiser ausliefern. Friedrich entdeckte, dass man ihm Fallen gestellt hatte. Mit wenigen Getreuen schlich er sich durch abgelegene Täler und Schluchten an den Feinden vorbei. Er musste uralte Brücken überqueren, die einzustürzen drohten. Überall lauerten Ottos Häscher. Doch sie konnten den Jungen nirgends fassen. Die Burg Tarasp im Engadin gehörte dem Schweizer Bischof von Chur. Friedrich sagte dem Bischof, er sei der neue König und Kaiser des Römischen Reiches. Aber erst als er zur Bestätigung die Urkunden des Papstes vorwies, wurde er gastlich aufgenommen und für den weiteren Weg unter bischöflichen Schutz gestellt. Das nächste Ziel war Konstanz. Gleichzeitig zog auch Kaiser Otto von Braunschweig Richtung Konstanz.
Er wollte Friedrich den weiteren Weg nach Norden abschneiden. Ganz Konstanz hatte sich zu einem prächtigen Empfang des Kaisers bereitgemacht. Aber als Otto in Konstanz ankam, waren ihm die Tore verschlossen. 3 Stunden zuvor hatte Friedrich die Stadt erreicht. Diese 3 Stunden entschieden über die Zukunft Deutschlands. Während der Kaiser ausgesperrt vor den Mauern von Konstanz lagern musste, nahm der Junge aus Palermo an der köstlichen Tafel Platz, die eigentlich für Otto bereitet war. Die Köche servierten erlesene Speisen. Zwischen den Gängen traten schöne Frauen auf, die die Gesellschaft mit aufregenden Tänzen erfreuten. Die Konstanzer Bürger hatten sich sofort auf Friedrichs Seite gestellt. Dieser kühne 17-Jährige aus der fernen Wunderwelt Siziliens würde sich in Deutschland durchsetzen. Davon waren sie überzeugt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Sensation im ganzen Reich. Ein mittelloser Jüngling, der es wagte, den Kaiser von dessen eigener Tafel zu vertreiben. Das Volk jubelte. Die Fürsten und Adligen vom Oberrhein ergriffen über Nacht Friedrichs Partei. Charme ersetzt nicht Politik. Das wusste Friedrich. Er machte den Deutschen Geschenke. Die geistlichen und weltlichen Fürsten erhielten von ihm umfassende Rechte. Besiegelte Urkunden bestätigten diese Privilegien für alle Zeiten. Friedrich verzichtete darauf, in Zukunft Burgen und Städte auf dem Gebiet der Bischöfe, Herzöge und Grafen zu bauen. Es sollten keine neuen königlichen Zoll- und Münzstätten eingerichtet werden. Die fürstliche Gerichtsbarkeit war zu beachten. Friedrich stellte diese Dokumente aus, um treue Anhänger zu gewinnen und den ewigen Streit in Deutschland zwischen Königsmacht und Fürstengewalt endlich zu einem Abschluss zu bringen. Verbrieftes Recht sollte das blanke Schwert ersetzen. In Aachen steht die Palastkapelle Karls des Großen. In dieser Kirche haben die Deutschen jahrhundertelang ihre Könige gekrönt. Dies war der einzige Ort, an dem man die Pracht und Hoheit des alten Kaisertums Karls des Großen noch spüren konnte. Hier wurde der Jüngling aus Palermo im Jahre 1215 zum König des Deutschen Reiches gekrönt. Während Friedrich seinen Triumph auskostete, saß Otto IV. Gedemütigt auf der Harzburg in Sachsen. Aber der neue König war noch nicht zufrieden. Es gab Aufgaben, die weit über das deutsche Königtum hinausreichten. Daran erinnerte ihn dieser kostbare Schrein. Er barg die Gebeine Karls des Großen. Friedrich betrachtete das goldglänzende Bild des fränkischen Kaisers. Ihn hatte ganz Europa einst gefürchtet und geachtet. Karl war das große Vorbild für die Herrscher des Abendlandes. Von den Seitenwänden des Schreines blickte eine Ahnengalerie deutscher Könige und Kaiser auf Friedrich herab. Er war mit ihnen allen verwandt. Er selbst gehörte als letzter Spross zum berühmten Geschlecht der Staufer. Sein Großvater war Kaiser Barbarossa. Alle sollten sehen, dass Friedrich die große Kaiserzeit wieder beleben wollte. Darum ließ er sein eigenes Bild anbringen an diesem heiligen Schrein Karls des Großen. Der neue Stauferkönig hielt sich nur wenige Jahre in Deutschland auf. Er ordnete die Verhältnisse, so gut es ging, vermied Streitigkeiten und verschaffte sich Ansehen durch Freigebigkeit und Milde. Dann setzte er seinen kleinen Sohn als Regenten ein
und machte sich auf den Weg zurück nach Süden, um sich zum Kaiser krönen zu lassen. Deutschland hatte unter Friedrich an Ruhe und Sicherheit gewonnen. Die Wirtschaft blühte auf. In Bamberg wurde 1237 ein neuer großer Dom errichtet. Bischof und Bürger hatten Geld genug, hervorragende Meister zu beschäftigen. Einer von ihnen war ein berühmter Bildhauer. Sein Name ist nicht überliefert, aber sein Werk ist in aller Welt bekannt. An einem breiten Pfeiler erhebt sich über den Köpfen der Gläubigen das Bild eines Reiters. Der Jüngling lenkt alle Blicke auf sich, so plastisch und lebensecht ist sein Körper gestaltet. Seit der Römerzeit hatte es in Deutschland kein vergleichbares Standbild mehr gegeben. Es scheint, als sei der Mann eben in die Kirche eingeritten. Er zügelt das Pferd, die Vorderbeine sind schon zum Stehen gekommen, während die Hinterbeine noch festen Halt suchen. Der Reiter trägt keine Waffen. In unbeschwerter Haltung sitzt er im Sattel. Locker ruhen seine Fußspitzen im Steigbügel. Es macht ihm keine Mühe, das kraftvolle Pferd zu beherrschen. Mit kleinen Gesten lenkt er das Tier. Frei und voller Würde blickt der schöne Jüngling in die Ferne. Er ist das Idealbild eines staufischen Helden. Wohlerzogen, stolz und lässig. Die Skulpturen wirklicher Adliger stehen im Dom von Naumburg. Es sind die thüringischen Landesherren mit ihren Edelfrauen, wie sie leibten und lebten. Selbstbewusst, vornehm, hoheitsvoll und doch mit einem Anflug von träumerischer Sehnsucht. Sie sind die wahren Zeitgenossen der letzten Staufer. Das Heilige Römische Reich, zu dem Deutschland gehörte, war zersplittert in viele einzelne Territorien. König Friedrich hatte auf diese Landesfürstentümer nur geringen Einfluss. Der Papst in Rom regierte unabhängig über den Kirchenstaat. Allein in seinem Königreich Sizilien konnte Friedrich nach freiem Willen handeln. Als Kaiser hatte Friedrich über das Heilige Römische Reich nur eine symbolische Oberhoheit. Der König von Frankreich war viel mächtiger als der deutsche König. Auch im Osten entstanden kraftvolle Reiche, Polen und Ungarn. Den modernsten Staat seiner Zeit aber schuf Friedrich in seiner Heimat Italien. Auf einem Hügel in der italienischen Landschaft Apulien ließ Friedrich ein eigenartiges Bauwerk errichten. Niemand weiß, welchen Zweck dieses achteckige Gebäude hatte. Vielleicht war das Castel del Monte ein Jagdschloss. Es gilt wegen seiner neuartigen Formen als Symbol für den modernen Geist des Stauferherrschers. Friedrich errichtete in seinem Königreich einen geordneten Beamtenstaat mit dem König an der Spitze. Alle Untertanen mussten dem Staat dienen. Die Soldaten in den Kasernen, die Steuer- und Zollbeamten genauso wie die Universitätsprofessoren. Es gab Aufsichtsbehörden und eine wirksame Polizeigewalt. In diesem Land konnte gut leben, wer sich dem König unterwarf. Die anderen wurden ins Gefängnis gesteckt. Friedrich überzog das Königreich mit einer Fülle von Zwingburgen. Eine Kirche baute er nicht. Mehr als Gott interessierte den Staufer die Natur. Präzise wie kein Mensch vor ihm beobachtete er das Verhalten der Tiere. Der Kaiser wollte wissen, wie die Natur funktioniert. Friedrich selbst schrieb ein Buch über die Kunst, mit Falken zu jagen.
Er sammelte Erfahrungen, wie man diese Raubvögel halten und abrichten musste, damit sie Kraniche, Reiher und Enten schlugen. Danach richtete man sich noch Jahrhunderte später. 30 Jahre lang experimentierte der Kaiser mit seinen Jagdhunden. Und er war der Erste, der alles über Falken, Sperber und Hunde bis ins Detail aufschrieb. Sein Anspruch war, die Dinge so zu zeigen, wie sie sind. Der Kaiser hatte Interesse an jeglicher Form alten Wissens. In einem Medizinbuch ließ er antike Zauberrezepte sammeln. Der Arzt überreichte einem Patienten mit Bauchschmerzen einen heilsamen Trunk aus Breitwegerich, Linsen und Essig. Wolfstraubensud hilft gegen Zahnschmerzen, Bläschenausschlag und Vergiftung. Dieser Mann leidet an heftigem Durchfall. Er bekommt vom Arzt einen Becher mit dem Saft des Vogelknöterich. Damit die Kräfte der Natur wirken können, muss der Kranke in einer Wanne mit heißem Wasser stehen, während der Arzt geheime Beschwörungsformeln murmelt. Bei Kopfdruck hilft Bluthirse. In die Nase gesteckt, bewirkt diese Pflanze Nasenbluten, wodurch Blutansammlungen beseitigt werden. Das erleichtert den Kopf. Schöllkraut mit weißem Pfeffer verrührt, schärft das Sehvermögen. Wurmfarn heilt Hodenbruch bei Knaben. Unheilbare Geschwüre verzehrt eine Salbe aus zerstoßenem Potassium mit Bibergeil und ungesalzenem Fett. Willst du geschwollene Drüsen oder Furunkel in wenigen Stunden beseitigen, zerstoße die Blätter des Gifthahnenfußes und vermenge sie mit Schweinekot. Wer außer Kaiser Friedrich hat im christlichen Abendland solche heidnischen Rezepte ohne Vorurteil aufschreiben lassen können? Dreißig Jahre lang regierte Friedrich II. Das Heilige Römische Reich. Der Papst hasste diesen Mann, der die Autorität der Kirche missachtete. Das Volk aber liebte ihn. Bargen Taucher aus dem Weserschlick in Bremen die Holzplanken eines alten Schiffes. Eine wissenschaftliche Sensation. Sie gehörten zu einer Kogge aus dem 14. Jahrhundert. Fachleute haben damit begonnen, dieses Kaufmannsschiff originalgetreu nachzubauen. Es ist über 23 Meter lang und 7,5 Meter breit. In seinem Rumpf konnten über 100 Tonnen Fracht transportiert werden. Die Kogge wurde zum Symbol der ersten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Hanse. Zur Hanse gehörten deutsche, aber auch polnische und schwedische Städte. Diese Handelsgemeinschaft sicherte ihren Kaufleuten für Auslandsgeschäfte besondere Vorrechte. Güteraustausch war der Hanse wichtiger als Gewalt und Krieg. Sie prägte ein Stück europäischer Kultur. In der norwegischen Hafenstadt Bergen hatten Hanse-Kaufleute eine Niederlassung gegründet und durchgesetzt, dass sie allein mit dem Wertvollsten handeln durften, was es hier gab, Kabeljau und Dorsch. Ganz Europa aß jeden Freitag als Fastenspeise Fisch. Die Nachfrage war groß und der Handel warf enorme Gewinne ab. Der Fisch wurde entweder getrocknet oder in Salz eingelegt und so konserviert. Das Hansekontor in Bergen, die Deutsche Brücke, ist jüngst restauriert worden. 30 einzelne Höfe boten Raum für über 2000 Männer. Sie lebten nach strengen Regeln. Kontakte mit den Norwegern waren verpönt und es gab kaum Unterhaltung. Die wohlhabenden Handelsherren schickten vor allem ihre jungen Söhne hierher.
Im unwirtlichen Bergen mussten sie sich eine Zeit bewähren. In der Ostsee liegt die Insel Gotland. Ihre Hauptstadt ist Visby. Eine dicke Mauer schützte die Stadt vor überraschenden Angriffen. Visby war reich. Hier lebten neben den einheimischen Schweden zahlreiche Deutsche aus Westfalen, dem Rheinland und Sachsen. Sie hatten die schwedischen Kaufleute aus dem Handel verdrängt und sich dauerhaft niedergelassen. Auf Gotland konnte man im 13. Jahrhundert viel Geld verdienen. Die meisten Koggen, die über die Ostsee nach Russland oder Livland segelten, machten in Visby Station. Mit den Schiffen kamen auch Priester und Mönche. Nicht nur auf Gotland, sondern überall im Ostseeraum verbreitete sich entlang der Handelswege das Denken und die Religion der abendländischen Welt. Wichtige Hansestädte waren Lübeck, Hamburg, Visby, Danzig, Riga und Reval. Auslandskontore gab es in London, Brügge, Bergen und Novgorod. Das Rückgrat der Hanse bildeten die Schifffahrtslinien in Nord- und Ostsee. Als sich immer mehr deutsche Städte des Binnenlandes der Hanse anschlossen, gewann die Handelsgemeinschaft eine monopolartige Vorherrschaft im Norden Europas. Die Königin der Hanse und die Hauptstadt ihres Handels war Lübeck. Schiffe, die Lübeck anliefen, waren beladen mit Kupfer aus Schweden, Wachs aus Russland oder Hanf aus dem Baltikum. Alles, was der Osten an Rohstoffen anbieten konnte, wurde hier im alten Hansehafen gelöscht. Dann nahmen die Koggen Güter an Bord, die über Hamburg aus dem Westen gekommen waren, beladen mit flandrischen Tuchen, rheinischem Wein oder Lüneburger Salz, segelten sie zurück in die fernen Städte an der Ostsee. Von den alten Hafenanlagen ist heute nichts mehr erhalten. Vor 150 Jahren waren noch Reste der alten Stadtmauer zu sehen, die fast bis an das Wasser heranreichte. Vor ihr wurden die Waren gestapelt. Senkrecht an der Mauer stehen eng beieinander lange Stangen aus Eisen. Sie waren so schwer, dass niemand sie vom Hafen in ein Lager weiterschleppen wollte. Der Stadtmauer bekam es nicht, dass man seit der alten Hansezeit immer wieder die schweren Stangen gegen sie lehnte. Sie wurde brüchig und musste im 19. Jahrhundert abgerissen werden. Zwei Eisenstangen aus der Hansezeit sind erhalten geblieben. Sie dienen diesem Haus als Balkenstütze. Die Stangen kamen aus Schweden. Ihr Gewicht war genormt. Ein Lübecker konnte, ohne selbst reisen zu müssen, in Stockholm Eisen bestellen und sicher sein, dass er genau die gewünschte Menge erhielt. Für die Qualität bürgte das Zeichen der schwedischen Eisenhütte. In allen Bereichen des Handels wurden von der Hanse Normen eingeführt. Nun waren die Kaufleute in der Lage, ihre Geschäfte zu Hause abzuwickeln und ihren Profit zu steigern. In der Diele des Kaufmannshauses wurden die bestellten Waren angeliefert. Die Diele war das Zentrum des Hauses. Von hier aus führten Treppen in weiter hinten gelegene Wohnräume, in die Speicherkammern der oberen Geschosse und in den Keller. Besonders wohlhabende Kaufleute hatten sich einen abgeteilten Raum in die große Diele einbauen lassen, eine Dornse. In dieser Skrivekammer, der Schreibstube, registrierten sie alle ein- und ausgehenden Güter. Wenn es im Winter kalt wurde, sammelte sich die ganze Familie in der Dornse. Sie war der einzige Raum des Hauses, der beheizt werden konnte. In den Boden ist eine Steinplatte eingelassen, in der sich kreisrunde Löcher befinden, Teile einer Fußbodenheizung aus der Hansezeit. In Lübeck sind in den letzten Jahren bei Renovierungsarbeiten zahlreiche solcher Heizungsanlagen freigelegt worden.
Sie funktionierten nach einem einfachen Prinzip. Von der Außenseite des Raumes wird Holzkohle durch eine Öffnung in eine Brennkammer unterhalb des Fußbodens gefüllt und angezündet. Feldsteine über der Brennkammer speichern die Hitze. Erst wenn die Glut erloschen und der Rauch nach außen abgezogen ist, hebt der Kaufmann die Messingdeckel von den Löchern der Bodenplatte ab und die warme Luft streicht in den Raum. Der erfolgreiche Kaufmann musste schreiben können. In seinen Einkaufsbüchern notierte er die Waren, die er auf Kredit oder in Bar erworben hatte. Ohne diese einfache Buchführung hätte er den Überblick über seine Geschäfte bald verloren. Von der Dornse aus schickte er Briefe an seine Verwandten in Nowgorod. Sie sollten ihm mitteilen, wie teuer zurzeit Honig oder Hermelinpelze seien. Gleichzeitig fragte er in Köln, wie viel die Rheinländer dafür bezahlen würden. Wenn die Antworten in der Dornse eintrafen, konnte der Lübecker berechnen, welcher Handel den meisten Gewinn versprach. Eine feste Treppe aus Stein führt tief hinab in den Keller des Hauses. In diesem feuersicheren Raum lagerten Luxuswaren und Güter, denen hohe Luftfeuchtigkeit nichts anhaben konnte. Bis zur Decke stapelten sich Fässer, angefüllt mit Pelzen, Heringen, Bier, Fetten oder Teer für den Schiffbau. Viele Erzeugnisse verkaufte der Hansekaufmann an Ort und Stelle. Um die Kunden zu beeindrucken, war der Raum besonders aufwendig gestaltet worden. Mächtige Pfeiler trugen eine Decke, wie sie sonst nur in Kirchen zu sehen war. Dieser Keller war mit zahlreichen Nischen für Talglichter oder Öllämpchen ausgestattet. Durch große Fensteröffnungen fiel zusätzlich Tageslicht ein. Die Kunden sollten genau sehen, welche hochwertigen Produkte der Kaufmann in Nord- und Osteuropa erworben hatte. In den Kellergewölben der Hansehäuser begegneten sich die großen Kaufmannsgeschlechter des Deutschen Reiches. Waren, die trocken aufbewahrt werden mussten, wurden über einen Lastenaufzug in die oberen Stockwerke gezogen. Durch aufklappbare Bodenluken konnte Getreide oder Wolle von der Diele aus in alle Speicheretagen transportiert werden. Vom Keller bis zum Dach war das Haus angefüllt mit unterschiedlichsten Gütern. Ein möglichst breites Warenangebot verminderte das Risiko der Fehlspekulation. Von den Wohnräumen der ersten Hansekaufleute ist kaum etwas erhalten. In einem heute als Mietshaus genutzten Gebäude sind aber noch Wandmalereien zu sehen, mit denen ein Lübecker im 14. Jahrhundert seine Diele verschönte. Man muss genau hinsehen, um die Bedeutung der Bilder zu erkennen. Ein Mann sitzt an einem Tisch, ihm gegenüber, kaum noch wahrzunehmen, ein zweiter Mann. Am oberen Rand eines Spielbrettes liegt ein Würfel. Die beiden Herren würfeln um Geld und die Einsätze sind hoch. Dieser Spieler verliert, kann aber nicht zahlen. Deshalb überreicht er dem anderen seinen wertvollen Mantel als Pfand. Das Wandgemälde war eine Anklage gegen die Spielleidenschaft in den Städten. Es gab Bürger, die ihre gesamte Habe beim Glücksspiel verloren. Vornehme Lebensart sahen die Kaufleute auf den Burgen und Schlössern. Die Städter begannen, höfische Spiele und Tänze nachzuahmen. Sie wollten teilnehmen an der feinen Kultur der adligen Welt und so leben, wie es diese Illustrationen aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts zeigen. Eine Dienerin facht mit einem Blasebalg Feuer unter dem Kessel an. Sie braucht viel heißes Wasser für das Bad ihres Herrn, der unbekleidet in seinem Zuber liegt und sich von reizenden Damen bedienen lässt.
Kaufleute setzten alles daran, die Ritterwürde zu erlangen, denn außerhalb der Konture galten noch die Normen der adligen Gesellschaft. Nur wer Schwert und Wappen trug, wurde überall geachtet und respektiert. Viele Bürger stiegen auf, die edlen Ritter von einst verarmten. In Banden zogen sie umher, raubend und mordend. Die Lübecker bauten ein prächtiges Rathaus. Aus der Zeit um 1250 stammen die ältesten erhaltenen Teile des Giebels. Mächtig überragt die gotische Wand einen späteren Vorbau. Große Löcher sind in die Mauer gebrochen. Sie verhindern, dass starker Wind den hohen Giebel eindrücken kann. Die Wand ist reich gegliedert durch Maßwerkblenden mit Kreisrosetten und Spitzbögen. 15 unterschiedliche Steinformen mussten dafür extra angefertigt werden. Ein enormer Aufwand. Die meisten Kirchen kamen mit weniger als der Hälfte aus. Einige Jahre später, um 1300, waren die Lübecker noch reicher geworden. Sie erweiterten ihr Rathaus um einen langen Flügelanbau. Im oberen Geschoss fanden große Feste statt, zu denen Vertreter der Hansestädte geladen waren. Wenn die Sonne scheint, funkeln und glänzen die Mauern in allen nur denkbaren Farben. Sie sind mit einer feinen Glasurschicht überzogen. Die Qualität dieser Glasur ist nie wieder erreicht worden. Alle Menschen sollten staunen über diese Prachtfassade im Zentrum der Stadt. Sie war sichtbares Zeichen des Wohlstandes ihrer Erbauer. Die Gelder dafür stammten aus den städtischen Einnahmen, Steuern, Zollabgaben und Marktgebühren. Wer auf dem Markt handeln wollte, musste einen Standplatz mieten. Die Namen der Mieter wurden aufgeschrieben. Überschriften zeigen, was die Händler anboten. Die einen verkauften Stockfisch aus Bergen, andere Butter, Grütze, Leinen, Tücher oder Töpfe. 21 Verkäufer brachten Kleider auf den Markt. Die meisten Namen sind durchgestrichen, ein Beleg dafür, dass diese Händler die Jahresmiete für ihren Stand ordnungsgemäß entrichtet hatten. Die Buchführung war in Italien erfunden worden und über die Handelsstraßen Europas nach Norden gelangt, in die großen Städte der Hanse. Gudecke von Ulebroke, so hieß einer der reichsten Lübecker Handwerker um 1300. Er besaß ein Geschäft am besten Standort Lübecks, in dem Arkadengang unterhalb des Rathauses. Gudecke war Goldschmied. Die Goldschmiede zahlten hohe Gebühren für das Recht, an diesem zentralen Ort handeln zu dürfen. Geld hatten sie genug. Zu ihren Kunden gehörten die Wohlhabenden der Stadt. Auch mancher Adlige vom Lande wird bei den Goldschmieden am Markt eingekauft haben. Alle Gewerbe profitierten vom Geld des Fernhandels. Die Wirtschaft blühte auf. Diese Türme waren die höchsten der Welt. In über 30 Metern Höhe stützen schlanke Strebepfeiler die dünnen Wände des Mittelschiffes. Die Lübecker Marienkirche wurde in den modernen gotischen Bauformen des 13. und 14. Jahrhunderts errichtet. Das Beste und Teuerste war gerade gut genug. Mancher Kaufmann spendete ein Vermögen für dieses gewaltige Bauwerk, das größer und höher sein sollte als der Dom des Bischofs. Die Marienkirche wurde zum Denkmal der Schaffenskraft und des Stolzes der reichen Lübecker Bürger. Heinrich Bocholt wuchs in der Welt der Geschäftsleute und Fernhändler auf. Er gehörte zu einer angesehenen Lübecker Familie. Aber Heinrich wurde nicht Unternehmer, sondern Priester. Im Jahre 1308 bekam er die Aufsicht über einige Pfarreien. 1312 wurde er Propst. Und dann gelang ihm etwas Einzigartiges. Im März 1317 wählten die Kirchenleute Heinrich Bocholt zum Bischof.
Zum ersten Mal gelang einem Lübecker Kaufmannssohn der Einbruch in die Welt der adligen Kirchenfürsten. Bald überwanden die Bürger überall die Schranken der alten Gesellschaft. Mit den Kaufleuten begann eine neue Zeit. Heinrich Buchholz starb am 1. März 1341. Er hatte das Glück, die Katastrophe nicht mehr zu erleben. 7 Jahre nach seinem Tod kam der große Schrecken. Eine schleichende Seuche breitete sich über Europa aus. 1348 erreichte sie Deutschland. Die unheimliche Krankheit kam mit Kaufleuten aus dem Süden. Unaufhaltsam drang sie in die Städte ein. Sie kroch in alle Häuser. Es war die Pest, der schwarze Tod. Jeder Dritte starb. Landstriche verödeten. Nur Böhmen, das Land an der Moldau, blieb verschont. Ein Wunder. Böhmen erlebte Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstandes. Man hatte in den Bergen Silber gefunden. Das Silber verwandelte die Hauptstadt Prag in eine der reichsten Städte des Heiligen Römischen Reiches. Hier Handel zu treiben, versprach hohen Gewinn. Viele deutsche Kaufleute und Handwerker verließen ihre Heimat und siedelten sich an, mitten im aufblühenden Land der Tschechen. Eine neue Moldaubrücke wurde gebaut, 500 Meter lang, 10 Meter breit. Sensationell im 14. Jahrhundert. Wer die Brücke betrat, musste unter dem gewaltigsten Turm jener Zeit hindurchgehen. Brücke und Turm wurden zu Wahrzeichen Prags. Im Verlauf einer Generation erhob sich der kleine böhmische Ort zur Weltstadt. Der Geldgeber lebte auf einem Berg mitten in Prag. Er hieß Karl, war böhmischer und deutscher König und wurde schließlich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Dieser Mann stellte sich eine unerhörte Aufgabe. Er wollte in dem von Pest, Hunger und Krieg zermürbten Reich Frieden und Sicherheit herstellen. In seinem Königtum Deutschland hatte er nur wenig zu sagen. Die Fürsten bestimmten fast alles. Aber in Böhmen konnte er handeln. Karl gründete die erste Universität im Reich. Dann gab er den Auftrag für eine neue Kathedrale. Er wusste, zu seinen Lebzeiten würde diese Kirche nicht vollendet sein. Dennoch investierte er ein Vermögen in den Veitsturm. Er war angewiesen auf das Wohlwollen der Bischöfe, denn der böhmischen Kirche gehörte fast die Hälfte des Landes. Er brauchte eine Krönungskirche und eine Grablege für sich und sein Geschlecht. Vor allem aber wollte Karl ein Zeichen setzen. Ganz Europa sollte erkennen, dieser Mann war entschlossen, seinen kaiserlichen Machtanspruch als Führer und Beschützer aller Christen durchzusetzen. Der Kaiser widmete eine Kapelle dem heiligen Wenzel, einem Tschechen. Das war politisches Kalkül. Die Tschechen sahen in Karl einen Westeuropäer und fürchteten um ihre Rechte. Mit dem Bau dieses Kultraums zeigte der König den Tschechen, dass er ihre Traditionen ernst nahm. Die Sympathie des Volkes war ihm nun sicher. Als Baumeister für sein neues Prag beauftragte Karl IV. Vor allem Deutsche. Aus Schwaben holte er Peter Parler, einen trotz seiner 23 Jahre schon berühmten Architekten und Bildhauer. Das Parlerzeichen schmückte bald überall in Böhmen Skulpturen, Brücken und Kirchen. Unter der Bauleitung Peter Parlers und seiner Familie entstand die goldene Stadt. Jahrhundertelang war der Westen des Reiches kulturell überlegen gewesen. Männer wie dieser gaben nun auch dem Osten ein neues, strahlendes Gesicht.
Parler formte auch die Büsten der Ehefrauen Karls. Sie starben früh, politisch ein Glücksfall, denn als Witwer fielen ihm ihre Erbteile zu. Eine Elfjährige wurde mit seinem Sohn, der noch Säugling war, verlobt. Als das Baby starb, nahm der Kaiser selbst das Mädchen zur Frau. Zuletzt heiratete er Elisabeth von Pommern. Sie vermochte Hufeisen gerade zu biegen. Nicht Schönheit, die Mitgift zählte. Mitte des 14. Jahrhunderts besaß Karl nur Luxemburg und Böhmen. Berechnend wie ein moderner Diplomat erweiterte er diese Hausmacht zum größten Herrschaftskomplex im Reich. Schlesien wurde in Verhandlungen mit dem polnischen König gewonnen. Jahrzehntelang dauerte es, bis die Niederlausitz an Böhmen fiel, das nun auch im Norden mit Schlesien verbunden war. Schweidnitz-Jauer im Zentrum brachte seine Frau Anna in die Ehe ein. Als der Markgraf von Brandenburg in Geldnot geriet, nutzte Karl die Gelegenheit und kaufte ihm seine Grafschaft gegen bare Münze ab. Alle diese Gebiete, auch Pommern, gerieten in seine Hand, ohne Krieg. In der Waldeinsamkeit vor den Toren Prags liegt Karlstein, eine mächtige Burg mit über 6,5 Meter dicken Mauern. Soldaten bewachten die Anlage Tag und Nacht. Sie lag strategisch besonders günstig auf einem Bergrücken außerhalb der Reichweite jeder Angriffswaffe. Hierher zog sich Karl zurück, wenn er nach seinen politischen Geschäften innere Ruhe suchte. Dieser Ort hatte für den Kaiser eine besondere Bedeutung. Karlstein barg 2 Kapellen und 3 Beträume. Priester waren bestellt für tägliche Gottesdienste. Hier kniete der Kaiser zur Passionszeit tagelang in stiller Andacht vor mosaikgeschmückten Wänden und dachte nach über die Vergänglichkeit, das jüngste Gericht und das ewige Heil. Auf vielen Bildern hat er sich selbst darstellen lassen. Karl legt seine gefalteten Hände in die Hand des Jesuskindes. Gegenüber huldigt seine Gemahlin Anna von Schweidnitz, der Mutter Gottes. An den goldglänzenden Wänden funkelten Edelsteine im Kerzenlicht. Karlstein war ein Ort besonderer Heiligkeit. Jeder dieser Räume war wie ein Schatzkästchen von innen. Der Kaiser trug eine Fülle von Reliquien in seiner Burg zusammen. Er glaubte, dass die besondere Kraft der Heiligtümer auf ihn überginge, wenn er sich nur in ihrer Nähe aufhielte. In Frankreich erwarb Karl die wertvollsten Stücke. Im Krönungsornat empfängt er gerade ein Bröckchen vom essiggetränkten Schwamm, der Christus kurz vor seinem Tod zum Munde geführt worden war. Die Lippen des Erlösers schienen gegenwärtig, wenn der Kaiser den Schwamm berührte. Ein heiliger Schauer wird seine Seele erfüllt haben. Die Malereien auf der Burg Karlstein sind wie ein Spiegel. Sie zeigen Karl so, wie er sich selbst sehen wollte, als von Gott auserwählten Friedensherrscher in einer heilsgeschichtlichen Mission. Nach ihm, davon war er wie alle Kaiser des Mittelalters überzeugt, kam das Ende aller Zeiten und Christus würde wieder auf die Erde herabsteigen, um die Menschen vom Elend zu erlösen. Karls Reliquienleidenschaft kostete viel Geld. Niemand außer ihm sammelte so eifrig heilige Gegenstände. In goldenen Gefäßen wurden Teile der Krippe Jesu, die Asche des heiligen Laurentius oder ein Stück von Marias Gürtel aufbewahrt. Wie besessen kaufte der Kaiser immer neue Stücke. Die Kosten interessierten ihn nicht. Aber Karl IV. War auch ein kluger Kaufmann. Er verdiente Geld mit seinen Reliquien. Freitags nach Ostern ließ er die Heiltümer auf dem Karlsplatz in Prag öffentlich zur Schau stellen. Wer sie sehen wollte, musste bezahlen. Dafür erhielt der Besucher vom Papst einen Ablass. 7 Jahre Fegefeuer würden jedem erspart bleiben, der nach Prag wallfahrte. Der Andrang war gewaltig. Die Umsätze der Kaufleute stiegen und mit ihnen die Steuereinnahmen des Kaiserhauses. Damals bedeuteten Symbole mehr als Worte. Der Herrscher von Böhmen ließ seine Krone auf eine Skulptur Karls des Großen setzen. In diese Skulptur war die Schädeldecke des ehrwürdigen Frankenkaisers eingearbeitet. Nun schien die Krone tatsächlich auf dem Kopf Karls des Großen zu ruhen. Karl und Karl, wer wollte die beiden noch unterscheiden? Im Jahre 1356 erließ der Kaiser ein Gesetz, die Goldene Bulle.
Dieses Werk, von dem illustrierte Abschriften verbreitet wurden, regelte ein für allemal die deutsche Königswahl. 7 Kurfürsten wählen den König. Einer von ihnen, der Erzbischof von Mainz, soll innerhalb von 30 Tagen die anderen 6 Kurfürsten zur Wahl nach Frankfurt einladen. Sie dürfen höchstens 50 Bewaffnete mitbringen und sie erhalten das Recht, durch fremde Territorien zu reisen, ohne dafür zahlen zu müssen. Wer nicht nach Frankfurt kommt, verliert seine Stimme. Wenn sich die Kurfürsten nicht innerhalb eines Monats einigen können, sollen sie nur Brot und Wasser zu sich nehmen bis zur Entscheidung. Alles war peinlich genau festgelegt, denn die ewigen Streitigkeiten um die Königswahl sollten ein für allemal beseitigt werden. Der König profitierte von der goldenen Bulle, aber die wirklichen Gewinner waren die Kurfürsten. Sie hatten dem neuen Gesetz zugestimmt und sich dafür weitere Privilegien verschafft. An der Rheinpromenade in Mainz sind sie dargestellt. Selbstbewusste Herren, wie kleine Monarchen regierten sie ihre Länder. Während sich im Westen Europas geschlossene Staatsgebilde entwickelten, zerfiel Deutschland in Dutzende souveräne Hoheitsgebiete. Reichspolitik, das hieß für Karl Einflussnahme auf die Kurfürsten. Er versuchte, die großen Erzbistümer Köln, Trier und Mainz mit seinen Verwandten oder Freunden zu besetzen. Wenn das nicht gelang, sicherte er sich das Wohlwollen der Länder durch Bestechung. Zur Rheinpfalz hatte Karl gute Beziehungen, denn er war mit Anna von der Pfalz verheiratet. Brandenburg und dessen Kurstimme gehörte ihm seit 1373. Sachsen war politisch abhängig vom Kaiser und unterwarf sich seinem Willen. Die letzte Kurstimme besaß Karl IV. Mit dem Königreich Böhmen selbst. Durch geschickte Diplomatie verschaffte er sich überall Respekt. 1375 unternahm Kaiser Karl eine Reise nach Lübeck, dem Haupt der Hanse. Die Hanse hatte einen Krieg gegen Dänemark gewonnen und wer im Norden Politik machen wollte, musste mit der Hanse rechnen. Mit den Reichsinsignien voran zog der Kaiser durch das Burgtor ein. Posaunen erklangen, die Straßen waren gesäubert und geschmückt, Jungfrauen in Seidenröckchen standen Spalier. Lübeck war freie Reichsstadt. Nur dem Kaiser musste man Steuern zahlen. Es blieb genug Geld für prächtige Bauten, die Lübeck neben Köln und Prag zur größten Stadt des Reiches machten. 11 Tage weilte der Herrscher an der Trave. Alle Kosten übernahm die Stadt, ohne zu klagen, denn vom Kaiser erhielt sie die wichtigen Handelsprivilegien und Monopole. Bronzeschmiede hatten einen repräsentablen Türklopfer für das Rathausportal angefertigt. Der Kaiser inmitten seiner Kurfürsten, ein Symbol des Reiches. Mit dieser Darstellung versuchten die Lübecker, Karl günstig zu stimmen, denn es standen schwere Verhandlungen an. Lübeck wollte seine Position im Norden sichern und den Kaiser gewinnen in dem Kampf um die Vormachtstellung an der Ostsee. Man tagte im Rathaus. Als Karl mit seinen Beratern an eben jenem Türklopfer vorüber das Gebäude betrat, sah er sich umfangen von einem Raum, größer und schöner als seine eigenen Gemächer. Schmeichelnd sprach er die Ratsleute mit Herren an, was sonst nur hohen Adligen zukam. Lübeck sollte ihm beistehen. Es ging um die Nachfolge des dänischen Königs. Die Herzöge in Mecklenburg wollten den dänischen Thron übernehmen und Karl stellte sich auf ihre Seite. Für Lübeck aber war dieser Plan ein Schreckgespenst. Alle Länder im Osten und Norden in einer Hand vereinigt. Man wäre den Mecklenburgern ausgeliefert. Die Hanseherren hatten eine gewichtige Stimme in der Nachfolgefrage des dänischen Königsstuhles. Sie dachten nicht daran, Karls Pläne zu unterstützen, sondern wiesen ihn ab. Ohne Erfolg reiste er nach Prag zurück, wo er 3 Jahre später starb. Die Männer in den Rathäusern waren mächtiger geworden als Kaiser und König. Jede Stadt in Deutschland war ursprünglich im Besitz eines Adligen, auch Lüneburg. In diesem Raum tagten die Lüneburger Ratsherren. Sie waren Berater ihres Fürsten und ihm in jeder Weise untertan. Aber Lüneburg wuchs. Der Salzhandel brachte hohe Gewinne. Die Verwaltung wurde immer aufwendiger. Bald stellte sich heraus, dass Lüneburg besser gedieh ohne einen Stadtherrn, der von Verwaltung ohnehin nichts verstand und nur Geld abschöpfen wollte. In dieser Kammer wählten die Lüneburger ihre Bürgermeister. Schritt für Schritt machten sie sich von ihrem Fürsten unabhängig. Schließlich kauften sie ihm alle Herrschaftsrechte ab, gegen Bares. Überall in Deutschland wurden Bürger mächtig, die niemandem gehorchten, außer sich selbst.
Ihre Schreibstuben und Archive bewahrten Privilegien, Gesetze und Verordnungen. Stadtleben war kompliziert. Ein Zeitgenosse meinte, mit vielen zusammenzuleben, kann einem zur Hauptbeschäftigung werden. Die Ratsherren legten Gebühren und Steuern fest, sie beschlossen über Krieg und Frieden, über Bündnisse mit anderen Städten, Münzreformen und Warenpreise. Eine Fußbodenheizung erwärmte den Versammlungsraum, während die Ratsherren diskutierten und Beschlüsse fassten. In den mittelalterlichen Städten entwickelten sich die ersten Formen einer bürokratischen Staatsverwaltung und die Grundzüge des Parlamentarismus. In einem Wandschrank verwahrten die Lüneburger einen wertvollen Schatz, das Ratssilber. Früher bestand es aus über 200 einzelnen Stücken, darunter schwere Pokale, Kannen und Gießlöwen. Am alten Ort befinden sich heute Kopien, die Originale besitzt Berlin. Denn Lüneburg hatte seinen Schatz später verkaufen müssen. Silberschmuck war eine Kapitalreserve, um die mancher Fürst die Städte beneidete. Bald konnte man adlige und reiche Städter kaum noch voneinander unterscheiden. Wohlhabende Bürger kauften ihren Frauen elegante Kleider, wie sie französische Damen trugen. Die Gewänder waren eng geschnitten, damit die schöne Gestalt zur Wirkung kam. Sie wollten aufreizen und betören. Schon tuschelte man über ihre verwegenen Frisuren. Königinnen sahen auch nicht hübscher aus. Manches Kleid stellte mehr zur Schau, als dass es verhüllte. Immer schneller wandelte sich die Mode, denn nur das Neueste übte noch einen Reiz aus. Überall Gier nach Lust und Freude. Ein Franziskanermönch hält auf dem Bamberger Marktplatz flammende Reden gegen den modischen Aufputz. Man solle lieber den Armen geben. Johannes Capistran hat Erfolg. Eine vornehme Dame wirft reuevoll ihre kostbare Hörnerhaube ins Feuer. Das Publikum genoss die Auftritte wortgewaltiger Volksredner. Sie predigten von Höllenstrafen und Himmelslohn. Der Turm des Freiburger Münsters ist in seiner Gestalt vollkommen. Mit diesem Bauwerk demonstrierten die Bürger ihre Frömmigkeit, aber auch ihr Selbstbewusstsein. Als der Turm im Jahre 1330 vollendet war, hatten die Freiburger längst aufgehört, den Befehlen ihres Stadtherrn zu gehorchen. Ulm wollte die größte Kirche im Reich besitzen. Als die Bürger den Grundstein legten, wussten sie, dass der Bau zu ihren Lebzeiten nicht fertig sein würde. Dennoch spendeten sie Geld. Erst im 19. Jahrhundert, 500 Jahre später, wurde der Kirchturm vollendet. Dafür aber ist er noch heute der höchste in Deutschland. Die Ulmer Bürger hatten sich zu etwas ganz Außerordentlichem und Maßlosem entschlossen. Das Kirchenschiff sollte Platz bieten für 29.000 Gläubige. Dabei lebten in der Stadt nicht mehr als 9.000 Menschen. Ein heiliger Eifer, Gott zu dienen und sich selbst zu loben, ergriff die Bürger überall. Sie glaubten, der Mensch würde gleich nach seinem Tod vor Gott erscheinen, um entsprechend seiner guten oder bösen Taten in den Himmel, in die Hölle oder ins Fegefeuer verwiesen zu werden. Wer im Fegefeuer brannte, konnte noch in den Himmel kommen, wenn jemand für ihn Totenmessen las. Je mehr Lesungen, desto besser. Um diese Messen für ewige Zeiten abzusichern, hinterlegte man ein Kapital, aus dessen Zinsen ein Priester bezahlt wurde. So machte es auch der Lübecker Apotheker Hartwigs Tod. Kurz vor seinem Tod ließ er in der Marienkirche eine Tafel anbringen. Sie erinnert den Priester daran, unter keinen Umständen zu vergessen, täglich die vorausbezahlten Messen zu lesen, während der Apotheker womöglich im Fegefeuer schmorte. Hartwigs Todsmahnung war nicht unbegründet, denn die Geistlichen hatten nicht selten über 300 solcher Fürbitten zu lesen, pro Woche. Reiche Bürger kauften sich Seitenkapellen.
Wer kein Geld besaß, trat in eine Bruderschaft ein, eine Art geistlicher Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Er verpflichtete sich in der Genossenschaftskapelle, einige tausendmal das Vaterunser nebst Ave Maria zu beten. Diese Leistung kam allen Mitgliedern zugute. Das Leben im Jenseits ließ sich vorausplanen wie ein Geschäft. Im 14. Jahrhundert waren die meisten Kathedralen vollendet. Stiftungsgelder flossen nun in prächtige Altäre. Jeder Opfertisch sollte ein Bild tragen. Die Künstler in den Städten erhielten massenhaft Aufträge für große Tafelmalereien. Meister Bertram aus Minden schuf einen Altar, den Bilder aus der Schöpfungsgeschichte zieren. Sein Werk entstand um 1380. Damals begannen die Menschen, ihre Welt mit anderen Augen zu sehen. Im Bertram-Altar ist dieses neue Bewusstsein genau zu erkennen. Noch im alten Stil hat der Meister den Grund des Gemäldes mit Gold ausgelegt. Gottvater erhebt seinen rechten Arm und erschafft Eva aus einer Rippe des schlafenden Adam. Der Golduntergrund galt als Symbol für das Himmlische, Ewige. Die Gläubigen sollten das heilige Ereignis mehr empfinden als wirklich sehen. Unversehens mischte Meister Bertram in diese entrückte Darstellung ein Stück Realität. Unter der Rippe Adams wächst ein Ast hervor, an dessen Zweigen junge Blätter sprießen. Sie sind so fein gemalt, dass man glauben möchte, Bertram habe sie von einem Strauch in seinem Garten abgebildet. Sanft windet sich die Schlange um den Stamm des Apfelbaumes. Zarte Schattierungen verleihen ihrem Leib eine anschauliche Körperlichkeit. Der Sündenfall im Paradies findet auf einem unwirklichen goldenen Hintergrund statt, vor den wie auf einer Bühne Kulissenteile aus der realen Welt aufgestellt sind. Meister Bertram stellte der alten Malweise sein neues Empfinden gegenüber. Gott im imaginären Niemandsland, aber der Wald daneben wie eine wirkliche Landschaft. Bisher hatte die Kirche Form und Inhalt der Kunst bestimmt. Alles war symbolisch und bedeutungsvoll. Mit dem Aufstieg der Bürger und ihrer praktischen, auf das Irdische gerichteten Lebensweise kam eine neue Weltsicht auf. Und die Künstler malten, was die Bürger, ihre Auftraggeber, empfanden. Die Wirklichkeit mit all ihren natürlichen Gestalten und Erscheinungen. Böse Geister ergreifen den römischen Statthalter von Patras. Hans Bornemann malte die Szene. Er verlegte das Geschehen von Griechenland nach Norddeutschland. Im Hintergrund, topografisch in allen Einzelheiten genau ausgeführt, Lüneburg. Ein Teufelchen packt das Pferd am Maul, um es zu verhexen. Ein anderer Dämon umklammert die Beine, damit der Gaul zu Fall komme. Der Reiter kann sich nicht mehr im Sattel halten und stirbt einen furchtbaren Tod. Bornemann fand offensichtlich Vergnügen an dieser Gruselgeschichte aus der Legende des heiligen Andreas. Er ließ seiner Fantasie freien Lauf und spielte mit Farben und Formen. Hans Bornemann stellte solche biblischen Ereignisse so dar, als würden sie sich gerade jetzt in der Heimat ereignen. Wieder vor den Mauern Lüneburgs begegnen sich auf diesem Bild Abraham und der Priesterkönig Melchisedek. Die Heiligen Kölns, Gestalten aus verschiedenen Epochen, sind aufgereiht vor dem mittelalterlichen Panorama der Stadt. Welcher am Bau des Domes beschäftigte Handwerker wollte noch bezweifeln, dass die Heiligen ihn bei seiner Arbeit wirklich beschützten? Feiertage.
Wer ein Gewerbe ausüben wollte, musste Mitglied einer Zunft sein. In den Zunfthäusern wurden Löhne und Preise festgelegt. Hier bestimmten die Zunftmeister Menge und Qualität der Produktion. Alle Mitglieder sollten gleich viel verdienen. Konkurrenz und Neuerungen schadeten nur. Der Beutlerzunft in Braunschweig gehörte dieses bemalte Kästchen. Die Beutler stellten Taschen und Hosen aus Leder her. In ihrer Lade schlossen sie Dokumente und Siegel ein. Zu Beginn einer Versammlung stand das Kästchen geöffnet auf dem Tisch. Dann mussten die anwesenden Meister und Gesellen besondere Redevorschriften einhalten. So stand es in der Satzung geschrieben, die das Zunftleben ganz genau regelte. In Augsburg gab es 1368 eine kleine Revolution. Die Politik der Stadt bestimmten reiche Kaufmannsgeschlechter. Sie hatten Fehler gemacht und Augsburg in hohe Schulden getrieben. Ähnlich war es in Straßburg und Ulm. Die Bürger misstrauten den alten Ratsfamilien, die selbst herrlich über Geld entschieden, das von den Handwerkern aufgebracht worden war. In dieser schwierigen Lage erhoben sich die Handwerker und erstritten eine führende Position. Ohne eine straffe Organisation durch die Zünfte wären alle Aufstände gescheitert. Die Zunft war ein Zwangsverein. Wenn ein Mitglied Nachwuchs bekam, wurde im Zunfthaus gefeiert und alle mussten erscheinen. Der Meister mit seiner Familie, seinen Gesellen, Lehrlingen, Knechten und Mägden. Auch Witwen kamen. Sie erhielten finanzielle Hilfen und Trost. Das moderne Versicherungswesen beginnt mit den Zünften. Im Festraum der Augsburger Weber wurde zunächst gebetet. Dann begann die Feier. Junge Gesellen lernten hier ihre zukünftigen Bräute kennen. Witwen waren besonders gefragt, denn wer die Frau eines verstorbenen Meisters heiratete, konnte selbst Meister werden, wenn die Zunft die Erlaubnis gab. Unverheiratete Frauen und Männer, aber nicht nur sie, pflegten häufigen Umgang in Badehäusern, von denen es in Frankfurt gleich 15 gab. Anfangs badeten Männer und Frauen getrennt, aber die Sitten lockerten sich. Manche Badehäuser wurden zu reinen Vergnügungsstätten. Der Hamburger Rat hatte Bordelle eingerichtet, damit sich die Hübschlerinnen nicht in der Nähe von Kirchen aufhielten. Wie sich die Prostituierten zu verhalten und zu kleiden hätten, damit jeder sie erkenne, wurde von den Stadtoberen genau festgelegt. Sie gewährten auch den Dirnen eine Art Zunft. Prostitution galt zwar als unehrenhaft, aber die Hübschlerinnen gehörten zur Gesellschaft. Wenn die Ratsherren einen Kaiser in ihrer Stadt begrüßten, stand auch eine Hurendelegation zum Empfang bereit. Alles Leben in der Stadt vollzog sich öffentlich. Im Hamburger Stadtrecht ist eine Gerichtsverhandlung dargestellt. Jeder darf zuschauen, sogar bei der Urteilsfindung. So erfährt das Volk, was erlaubt ist und was verboten. Ein gefesselter Übeltäter hat bereits sein Urteil erhalten. Zwei Gerichtsdiener an den weißen Stäben zu erkennen, führen ihn zur Vollstreckung ab. Von der Straße aus drängen weitere Kläger vor. Das Stadtleben kann ohne ein Gericht nicht mehr funktionieren. Nur auf dem Land wurde im 14. Jahrhundert noch Privatjustiz geübt. Das Urteil fällen der Schultheiß und 11 Schöffen. Gleich wie Christus unter seinen 11 Aposteln. Diese Männer sind ausgewählt aus den zufällig anwesenden Personen. Ein Schwerverletzter weist seine Wunde vor. Ihm gegenüber steht der Verteidiger schützend vor dem Angeklagten. Der Bösewicht zittert. Bei einer Verurteilung könnte auch ihm die Hand abgeschlagen werden. Alles hängt von den Beweismitteln ab. Zeugen der Tat machen ihre Aussagen, die vom Schreiber notiert werden. Aber der formale Zeugenbeweis hat keine große Bedeutung. Viel wichtiger ist der Eid. Wenn beide, Kläger und Beklagter, einen Eid schwören, entscheidet die Zahl der jeweiligen Eideshelfer darüber, wer glaubwürdiger ist.
Ein Mann ist erschlagen worden. Das Leichenhemd des Toten ist über Händen und Füßen zusammengebunden, damit sicher ist, dass er nicht herumsputen kann. Nach germanischer Auffassung erhebt der Tote selbst durch den Mund seiner Blutsverwandten die Mordanklage. Deswegen beginnt der Prozess direkt am Tatort im Beisein der Leiche. Die Bestrafungen sind ein Jahrmarktsvergnügen für die Städter. Lüstern betrachten sie eine nackte Frau, die mit 40 Schlägen, eine biblische Zahl, ausgepeitscht wird. Wer im Gefängnis sitzt, leidet 1000 Qualen. Lebenslang gibt es nicht, das wäre für die Stadt zu teuer. Auf einem Holzpfahl steht der Karg, ein bedeckter Käfig, in dem Ehebrecherinnen zur Schau gestellt werden. Jeder darf sie verspotten und demütigen. Im Lübecker Karg auf dem Marktplatz schmachteten Preistreiber, Betrüger und zanksüchtige Frauen. Eine solche Strafe beeinträchtigt die Ehre eines Menschen und seine Rechte. Er konnte nicht mehr Schöffe oder Zeuge werden und durfte kein Gewerbe ausüben. Am Pranger stehen galt als milde Strafe. Viel häufiger wurden grausamere Urteile ausgesprochen. Niemand fragte nach den Motiven und Begleitumständen eines Verbrechens. Mildernde Umstände gab es nicht. Unzurechnungsfähigkeit ließ man nicht gelten. Jede Tat musste gesühnt werden. Wenn Angeklagte ihr Verbrechen nicht gestehen mochten und keine Zeugenaussagen vorlagen, wurde gefoltert. Die Folter galt nicht als eigentliche Strafe, sondern als Beweismittel innerhalb eines Verfahrens. Man wollte Todesurteile nicht der Willkür eines Schöffengerichtes überlassen. Besser war es, wenn sich der Beschuldigte durch die eigene Aussage überführte. Dass ein unter Folterqualen erzwungenes Geständnis nicht immer der Wahrheit entsprach, wusste man. Aber das Urteil brauchte eine sichere juristische Grundlage. Die meisten Städte kannten nur ein mündlich überliefertes Gewohnheitsrecht. Aufgeschrieben aber wurde jeder, der in die Acht gefallen und aus der Stadt getrieben worden war. Geächtete sahen sich hilflos ihrem Schicksal ausgeliefert. Niemand empfand Mitleid mit den Entrechteten und Verstoßenen. Sie waren schließlich selbst schuld an ihrer Notlage. Aber über das schwere Los von Armen, Gebrechlichen und Irrsinnigen vergossen die Menschen Tränen der Rührung. Wer sich vor Altersschwäche oder Krankheit nicht mehr helfen konnte, wurde, wie im Lübecker Heiliggeistspital, von Mönchen und Nonnen gepflegt bis zum Ende seiner Tage. Hier gab es ärztliche Versorgung, Kleidung, ein Bett und sehr gutes Essen. Alles war kostenlos, bis auf eine kleine Gegenleistung. Die Armen mussten alle 7 Stunden 30 Vaterunser beten für die Wohltäter des Hauses. Das waren die reichen Familien, die das teure Portal am Eingang gestiftet hatten. Sie hatten auch Land verschenkt, aus dessen Erträgen sich das Spital finanzierte. Die Vermögenden erhofften sich für ihr eigenes Seelenheil die Fürbitte der Armen. In Armut lebten Kleinkrämer, Fuhrleute, Witwen und Waisen, die nicht in einer Zunft gesichert waren. Sie konnten nichts zurücklegen für schlechte Zeiten. Eine Missernte, eine Teuerung genügte, um sie an den Rand ihrer Existenz zu bringen. Auch hier halfen geistliche Organisationen. In der Küche des Dominikanerinnenklosters Rothenburg bereiteten die Nonnen Brei oder Suppen für die Armen zu. Der Klosterbereich war streng von der Außenwelt abgegrenzt, deshalb wurde die Speise in eine Drehlade gestellt. Von der Straße aus konnten sich die Bedürftigen bedienen. Dominikaner und Franziskaner genossen wegen ihrer Fürsorge überall hohes Ansehen. Sie boten mehr als die offizielle Kirche, die um 1400 in eine schwere Krise geraten war. Es gab 2 Päpste, einen in Rom, einen anderen in Avignon in Frankreich. Hier hat sich die alte Residenz erhalten, eine gewaltige Anlage, mehr Festung als Palast. Sie wurde belagert, beschossen, unter Feuer gesetzt, aber das Bollwerk hielt stand. Die beiden Päpste verfluchten sich gegenseitig und damit versanken sie in einem Sumpf aus Intrigen, Verbrechen und Sünden. Sie brauchten viel Geld und verkauften Kirchenämter an obskure Gestalten. Die Päpste gebärdeten sich wie Fürsten, sie hielten sich Mätressen, verteilten den Kirchenschatz an ihre Söhne und zählten das restliche Geld.
Der Dichter Petrarca schleuderte dem Papstpalast die Worte entgegen. Grausamer Kerker, du, des Truges Amme, der Tugend Grab, voll Lust zum Sündenpfuhle. O Höllenschlund, dass doch vom Richterstuhle kein Wunder wär's, Christus dich verdamme, schamlose Metze. Auch das Reich war kirchlich gespalten. Die meisten Länder und Städte hielten es mit dem römischen Papst. Denn der Oberhirte in Avignon war vom französischen König abhängig. Seine Anhänger saßen vor allem westlich des Rheins. Viele Provinzen fühlten sich zwischen beiden Seiten hin und her gerissen. Sie wechselten von Rom nach Avignon oder von Avignon nach Rom. Mit Religion hatte dies alles nichts zu tun, sondern mit Machtpolitik. Im Jahre 1409 gab es sogar drei Päpste. Der römische verlor in Deutschland und Italien seine beherrschende Stellung. Er musste das Feld räumen für das neue Oberhaupt aus Pisa. Der Avignon-Papst hatte im Reich politisch ausgespielt. Das Chaos war vollkommen, als in diesen Wirren drei deutsche Könige regierten. Gleichzeitig. 1414 riefen König Sigismund und Papst Johannes die Herrscher Europas nach Konstanz. Ein allgemeines Konzil sollte die Krise der Kirche endlich bewältigen. Die Aufgabe: Überwindung der Spaltung und Reform in Kirche und Lehre. Ein vorgesehener Tagungsort war das Kaufhaus. Zwei kamen nicht. Sie wollten sich einem Konzil nicht beugen. In Münster fanden die Plenarsitzungen statt. Das Konzil gab sich eine feste Organisation, ernannte Beamte und regelte die Abstimmungen. Zuletzt sprach es sich selbst die Obergewalt zu über die gesamte Kirche. Alle Päpste wurden abgesetzt und ein neuer gewählt. Das Konzil erklärte sich in allen Fragen der Kirche und des Glaubens für unfehlbar. Jan Hus, ein Professor aus Prag, behauptete, die Prälaten seien zu reich und zu satt. Der reine Glaube sei in den Schmutz gezogen, die Kirche müsse sich von Grund auf ändern. Höchste Instanz seien aber weder der Papst noch das Konzil, sondern die Bibel. Damit war eine Grenze überschritten. Jan Hus wurde in Konstanz zum Tode verurteilt. Unter seinen Scheiterhaufen legte man einen Tierkadaver. Der Gestank sollte das Volk davon überzeugen, mit Hus würde der Teufel verbrannt. Dieser Mann war der Machtkirche zu gefährlich. Er hatte die kleinen Leute, besonders in seiner Heimat Böhmen, für sich gewonnen. Sein Tod sollte alle treffen, die gegen die bestehenden Grundlagen kirchlicher Ordnung protestierten. Hus war nicht der letzte Ketzer, der auf dem Scheiterhaufen starb. Das große Konzil hatte keine Erneuerung des Glaubens und der Kirche erreicht. Es ging auseinander und hinterließ beim Volk tiefe Enttäuschung. Die hohen Würdenträger hatten versagt. In Böhmen griffen die Anhänger einer wirklichen Reform, die Hussiten, zu den Waffen und schlugen in blinder Wut auf alles ein, was an die alte Kirche erinnerte. Die
Die Menschen empfanden Trost in solchen Schauervisionen. Da sind sie aufgereiht, die Machthaber, der Papst, der Kaiser, ein Kardinal, der König, ein Bischof. Die mittelalterliche Standesordnung ist streng gewahrt. Zwischen ihnen springen bizarre Gerippe einher. Sie packen die Würdenträger und zwingen sie zu einem gespenstischen Tanz in den Tod. Das Sterben macht alle Menschen gleich. Jeder wird im Augenblick des Todes von Gott zur Rechenschaft herangezogen. Wer mit Mühe beladen ist, wird in den Himmel kommen. Der Tod ruft einem Tagelöhner zu: Du musst froh sein, ich befreie dich von großer Sorge. In unseren Händen, so klagt ein hoher Würdenträger, ist das Reich geschwächt worden und vernichtet. Unsere Nation, zerrissen und zerschlagen, findet zu keiner Stunde Ruhe. Überall tönt Kriegslärm, nirgends ist Sicherheit. Jedermann lebt vom Raube. Die Menschen ergriff Schwermut. Es gab zu viel Hass und Unrecht, aber keine Hoffnung. Kaiser und Kirche, diesen universalen Gewalten von einst, man traute ihnen nicht mehr. Könige, Fürsten und Bischöfe waren zerstritten in unendlichen Fehden. Überall wuchs die Unsicherheit. Prediger und Dichter mahnten zur Umkehr. Doch das Böse, jeder wusste das, hatte sich sogar im Haus Gottes eingenistet. Das Bauwerk der christlichen Kirche, in über 1000 Jahren errichtet, begann einzustürzen. Die Menschen des späten Mittelalters glaubten, die Welt sei alt und verbraucht. Und sie waren sicher, das Ende aller Zeiten brach nun an und niemand würde entkommen.